Willkommen zu unserer Podiumsdiskussion mit den Direktkandidaten für die Landtagswahl. Wir wollen dabei nicht nur die politischen Kandidaten in den Fokus rücken, sondern auch junge Menschen motivieren, sich für die Politik zu interessieren. Nach der moderierten Runde möchten wir Ihnen allen die Möglichkeit geben, Fragen an die Direktkandidaten zu stellen. Denn der Austausch und das Engagement der Zivilgesellschaft sind von grundlegender Bedeutung, um die drängendste Herausforderung unserer Zeit zu meistern. Alle Ihre Parteien bekennen sich zum Pariser Klimaabkommen. Gleichzeitig schafft es aber keine Ihrer Parteien, die dazu nötigen Schritte einzuleiten. Obwohl sie alle in einer Landesregierung vertreten sind. Mit diesen Worten wollen wir die Diskussion anfangen. Ich denke, wir fangen erstmal an, dass wir eine Vorstellungsrunde machen. Und vertreten haben wir für die FDP Herrn Herbold, von der CDU Herrn Sommer. Und für die Grüne haben wir Frau Peveling und für die Linke Herr Laszlo. Für die SPD Herr Imhof und für die Freien Wähler haben wir Frau Jus. Genau, und wir wollen erstmal anfangen, dass sich alle Parteien erstmal 30 Sekunden vorstellen und ihr Klimaprogramm erstmal 90 Sekunden erstmal vorstellen. Und genau, fangen wir erstmal mit der CDU an. Also zunächst mal Sebastian Sommer ist mein Name, der CDU-Direktkandidat hier im Wahlkreis 24. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich versuche in 90 Sekunden mal ein paar wesentliche Punkte loszuwerden, die der CDU im Bereich Klimaschutz und Klimapolitik entsprechend wichtig sind. Als CDU und als Landesregierung haben wir in den Jahren von 1990 bis 2020 insgesamt 30% der Treibhausgasemissionen gesenkt. Das ist ein guter Anfang und wir wollen weiter daran arbeiten. Als Landesverwaltung geht man ebenfalls voran und die CO2-neutrale Landesverwaltung ist ein Ziel. Seit 2008 hat man den Fußabdruck um etwa 65% verringert. Wir investieren jede Menge Geld in den Klimaschutz. Im Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 sind insgesamt 1,8 Milliarden für den Klimaschutz vorgesehen, darunter auch sehr viel Geld für den Ausbau des ÖPNV. Wir wollen den Klimaschutzplan für Hessen mit dem Ziel 2025 fortschreiben für das Jahr 2030 und dort ganz viele konkrete Einzelmaßnahmen hinterlegen, die auch mit sehr viel Geld hinterlegt sind. Insgesamt 370 Millionen soll die Fortschreibung des Klimaschutzplans Hessen 2030 entsprechend enthalten. Wir wollen die Kommunen vor Ort stärken, das Oberursel, Grashütten, Kronberg, Königstein, wie sie alle heißen, die Kommunen auch direkt vor Ort etwas leisten können. 366 hessische Kommunen engagieren sich bereits, Hessen aktiv, die Klimakommunen, so lautet das Programm, so wollen wir auch vor Ort einiges direkt bewegen. Wir setzen auf den Wald. Der Wald ist unser CO2-Speicher Nummer 1. Wir wollen weiter aufforsten. Allein im Jahr 2022 sind 5,5 Milliarden Bäume gepflanzt werden. Hier wollen wir noch mehr tun in diese Richtung uns weiterentwickeln. Im Bereich der Energieerzeugung sind 60% des in Hessen produzierten Stroms aus erneuerbaren Energien. Das ist seit 2010 eine Verfünffachung. Auch hier geht der Weg in die richtige Richtung. Ich freue mich auch über die Debatte zu allen möglichen Energieformen, zu Wasserstoff und allem, was dazugehört. Und vor allem auch um die Frage, wie wir mit den Auswirkungen des Klimawandels umgehen. Vielen Dank. Ja. Mein Name ist Patricia Peveling. Ich bin die Direktkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen, auch hier im Wahlkreis 24. Ich wiederhole jetzt nicht, was Herr Sommer schon dargestellt hat, was die Koalition aus CDU und Grüne in den letzten zwei Legislaturperioden geleistet hat. Ich denke, der Weg ist richtig, aber es geht noch viel mehr. Und deswegen sind wir Grüne jetzt auch angetreten, mit dem Ziel, den nächsten Ministerpräsidenten zu stellen. Denn wir müssen viel aktiver, viel mehr Klimaschutz, viel schneller werden. Denn was wir heute schon wissen, dieses Jahrzehnt ist das Jahrzehnt, was entscheidet, ob wir es schaffen, bis 2045 klimaneutral zu sein, um lebenswerte Bedingungen für unsere Kinder und Kindeskinder auch in Zukunft hier noch sicherzustellen. Zu meiner Person, ich bin Rechtsanwältin, wohne in Königstein, bin da auch beruflich tätig. Ich trete vor allem an mit dem Ziel, auch neben dem Klimaschutz Gleichberechtigung und gleiche Chancen für alle zu vertreten. Man sieht es ja hier ganz gut. Wir Frauen sind auch hier wieder in der Minderheit, obwohl wir 50% der Bevölkerung stellen. Und ich habe nicht gedacht, dass das bei meiner Tochter noch so ein Thema sein wird, wie es war, als ich Abitur gemacht habe. Deswegen bin ich froh, dass wir heute hier wenigstens zu zweit sind. Aber liebe junge Frauen, liebe Kinder, hier ist noch mehr möglich. Danke. Ja, hallo. Danke, dass ich heute hier sein darf. Ich stehe hier stellvertretend für meinen Kollegen Andreas Bernhardt, der hier tatsächlich Direktkandidat für die Freien Wähler ist. Ich muss den Herrn Kriegel nochmal korrigieren. Er sagte, alle, die hier stehen, sind im Landtag. Nein, wir Freie Wähler sind noch nicht im Landtag vertreten, haben aber dieses Ziel für die diesjährige Landtagswahl fest im Blick. Wir sehen Klimaschutz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und was uns besonders wichtig ist, dass wir hier, wenn wir Erfolg haben wollen, alle Leute mitnehmen müssen. Das heißt also Menschen, Bürgerinnen und Bürger jeden Alters,
jedes Geschlechts und auch jeder Herkunft müssen wir einbinden. Darunter verstehen wir vor allem eine ordentliche Kommunikationspolitik, wenn es um Klimaschutz und Umweltschutz geht. Wir sind der Meinung, dass viele Prozesse einfach unter der Hand passieren, nicht transparent kommuniziert werden, und das wollen wir ändern. Wir sind eine Vereinigung, die aus dem ländlichen Raum kommt. Das heißt also, auch Landwirtschaft ist unser Thema. Und so sehen wir einfach, dass wir es schaffen müssen, Klimaschutz zu machen, Umweltschutz zu machen, aber eben in einem Rahmen, der für den Bürger finanziell überhaupt möglich ist. Es bringt uns nichts, mit Brechstangenpolitik irgendwas durchzudrücken, wenn am Ende die Leute das nicht mittragen können. Und wir haben Leute, die existenzielle Ängste haben, und auch die müssen wir Beachtung finden. Generell sehen wir das so, dass wir bezahlbare, erneuerbare Energien vorantreiben müssen, Wasserressourcen zu sparen. Wir haben das Thema Tierwohl dabei und vor allem auch den ÖPNV-Ausbau im ländlichen Raum, weil wir müssen die Lebensrealität der Leute auf dem Land und in der Stadt beachten. Danke. Was natürlich meint, ist, dass jede Partei in einer Landesregierung vertreten ist. In Bayern sind Sie auch in der Landesvertretung vertreten. Mein Name ist Paul Laswert. Ich bin Kandidat, Direktkandidat im Wahlkreis 24, hier vor Ort. Ich bin gelernter Koch, bin auch noch berufstätig am Frankfurter Flughafen. Und daher kann man ja schon raushören, auch klimaaktiv. Ich laufe durch unseren schönen Hochtaunuskreis immer mit offenen Augen, und das bestürzt mich immer die Politik. Und deswegen bin ich auch 2021 letztendlich angetreten und möchte mich für die Themen der Linken stark machen in unserem schönen Hochtaunuskreis. Mich erschreckt es, wenn man mit offenen Augen durch den Taunus läuft, wie sehr der Wald gelitten hat, wie schnell das Klima kaputt geht. Und wir uns eigentlich um unsere Kinder kümmern müssen. Und deswegen bin ich angetreten, nicht, dass man immer die leeren Versprechen von CDU und Grünen, die kläglich versagt haben in der Landesregierung. Selbst hier im Hochtaunuskreis haben wir Themen, die angegangen werden müssen, die immer schön geredet werden. Es stehen genug Büroflächen leer. Die wollen jetzt tatsächlich auch noch mehr betonieren. Das können wir nicht zulassen, weil wir müssen eine Welt für unsere Kinder hinterlassen, dass sie auch noch weiterleben können. Danke. Ja, herzlich willkommen. Ich bin der Philipp Herbold. Ich bin Direktkandidat im Wahlkreis 23, Hochtaunus 1. Das ist also die östliche Hälfte des Hochtaunuskreises. Und ich komme auch aus Bad Homburg. Ich bin kurz vor meinem 40. Lebensjahr, bin Vater einer jungen Tochter und verheiratet. Möchte selbstverständlich auch meiner Tochter eine lebenswerte Welt hinterlassen. Ich sehe auch immer wieder im Taunus, wie sehr der Wald leidet. Es ist, wenn man die Klischees mal zu Hause lässt, sehr wohl ein Anliegen meiner Partei der Freien Demokraten, den Klimaschutz voranzutreiben. Was die Effizienz befördert, ist ein technologieoffener Klimaschutz. Er ist auch marktwirtschaftlich, weil die Marktwirtschaft eben tatsächlich die effizienteste Lösung für die jeweiligen Probleme bringt, und das ist tatsächlich beim Klimaschutz auch der Fall. Beim Thema Verkehrspolitik, da ist nämlich unser Plan, technologieoffen auch dort ranzugehen. Wir wollen ausbauen. Momentane Landesregierung hat es eben nicht geschafft, Radwege auszubauen, die Schiene auszubauen. Natürlich auch die Straßen nicht. Genau, Stichwort Autobahn. Wollen wir alle ausbauen. Vielen Dank. Sebastian Imhoff, schönen guten Tag. Ich freue mich über die Einladung, freue, dass wir heute gemeinsam hier diskutieren über dieses sehr wichtige, das drängende Thema, denke ich, unserer Zeit. Für uns als SPD ist natürlich wichtig, Klimaschutz, ja, aber auch sozial verträglich. Wir wollen für Hessen eine soziale Energiewende. Wir wollen eine nachhaltige Transformation unserer Wirtschaft in diesem Land hin zu einer Wirtschaft, die mit null Emissionen auskommt. Dazu stehen wir an der Seite der Gewerkschaften, der Unternehmen, der Betriebsräte. Klimaschutz muss bezahlbar sein für alle, deswegen auch das Thema sozial verträglich. Wir wollen als SPD aber auch, dass alle Gesetze, die neu erlassen werden, von der Landesregierung geprüft werden auf ihre Auswirkungen hin für den Bereich Klimaschutz, dass an jedes Gesetz auch ein Preisschild, was den CO2-Ausstoß und CO2-Preis angeht, angeklebt wird, damit man eben auch direkt die Vergleichsmöglichkeiten hat, was bedeutet dieses oder jenes Gesetz für die Auswirkungen im Bereich Klimaschutz. Wir wollen Klimaschutzabkommen mit Unternehmen, um hier nachhaltig die Unternehmen auch zu unterstützen, sich zu dekarbonisieren, auf fossile Energien zu verzichten, auf nachhaltige Energien zu setzen. Wir wollen dabei aber auch gute Standards für die Beschäftigten. Wir wollen Tarifbindung, wir wollen Mitbestimmung in den Unternehmen, und wir wollen
dass die Menschen sich aus- und weiterbilden können in diesen Unternehmen. Ein weiteres Thema, Ausbau der Windkraft, schon angesprochen worden. Ich glaube, da hinkt Hessen hinterher. Wir wollen 2% der Landesfläche für Windkraft, was übrigens auch schon 2011 beim Hessischen Energiegipfel vereinbart worden ist, aber bisher von der Landesregierung leider nicht umgesetzt. Gut, jetzt hatten Sie einen Überblick und als weiteren Teil zum Aufnehmen wollen wir mehrere schnelle Fragen machen und bitten eine kurze Antwort mit einem Ja, Nein plus einem Satz. Und die erste Frage wäre, zu welchem Jahr plant Ihre Partei die Klimaneutralität in Hessen umzusetzen? Und wir mit den Grünen anfangen. Wir haben in unserem Wahlprogramm festgesetzt, dass wir die Klimaneutralität bis 2035 anstreben. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, das wissen wir. Aber wir wissen auch, dass es wichtig ist und dass wir alles daran setzen müssen, das Ziel auch umzusetzen. Ich will es so schnell wie möglich vorantreiben. Letztendlich ist es eine Differenzierung, was hier vor Ort stattfindet als Direktkandidat und was die Partei letztendlich für das ganze Bundesland macht. Hier will ich Themen schneller angehen, die will ich unterscheiden in kurzfristige umsetzbare Sachen und längerfristige geplante Sachen. Letztendlich kommt es darauf an, welche Durchsetzungskraft man hat und was bei der Wahl rauskommt. In welchem Jahr plant Ihre Partei dann Hessen für eine Klimaneutralität? Ja, sehr zeitnah, so 2035. Also ich verstehe, dass Sie ein Jahr haben wollen hier, allerdings kommt es mir tatsächlich darauf an, dass es auch was wird und realistisch umsetzbar ist. Ich sage jetzt gerne auch 2035, denn das Ziel sollte es sein. Bloß, wenn man sieht, dass es unrealistisch ist, macht es ja wenig Sinn, die Hände in den Schoß zu legen, sondern zu sagen, okay, dann erreichen wir es 2040 und setzen es aber umso realistischer und umso nachhaltiger um. Ja, im Wahlprogramm der SPD, ich habe heute nochmal reingeschaut, steht tatsächlich keine Jahreszahl drin. Ich bin erstmal froh, dass wir auf die Frage nach dem Jahr nicht nur mit Ja oder Nein antworten dürfen. Ja, ich glaube, der Weg dahin ist das Ziel. Wir wollen als eines der ersten Bundesländer in Deutschland klimaneutral werden. Je schneller, desto besser, ist klar. Aber deswegen muss es einen klaren Prozess geben, wie wir dahin auch kommen. Mit einem integrierten Klimaschutzplan für Hessen, der alle 2 Jahre auch extern und unabhängig überprüft und gemonitort wird, sodass wir dann entsprechend reagieren können. Ich würde mich freuen, wenn es 2035 klappt. Ja, wir sehen das ähnlich. Es muss realisierbar und umsetzbar bleiben. Klar, wir brauchen Planungssicherheit. Das betrifft ja auch viele Beschäftigte in bestimmten Industrien, die einfach Planungssicherheit brauchen. Unternehmen müssen sich darauf einstellen. Und daher ist so eine Frist oder eine Zielsetzung, sich ein Datum zu setzen, richtig, aber eben, wie gesagt, immer unter Beachtung, was ist realistisch möglich und was können wir alle uns zutrauen und stemmen. Ich schließe mich meinen beiden Vorrednern an, es braucht einen funktionierenden Plan, der auch realistisch ist. Ich will aber auch, dass die Landesverwaltung, die Landesregierung vorangeht und wir haben im Zuge der Landesverwaltung schon einen guten Schritt erreicht. Da sieht man, was möglich ist. Da ist in den letzten 15 Jahren der Fußabdruck um 65% reduziert worden. Und ich erwarte auch, dass ein Land und eine Landesregierung mit einer dahinterhörigen Verwaltung vielleicht den ersten Schritt macht und vorangeht. Dann wollen Sie die Kommunen die Möglichkeit geben, eine Solarpflicht einzuführen? Ich bin dafür, dass wir Solar installieren und die auch fördern. Also Juristen sagen, kommt drauf an. Ich weiß nicht, für was alles? Für alle Privatleute, für alle öffentlichen Gebäude? Da bitte ich die Frage schon zu präzisieren. Grundsätzlich ja, wo das möglich ist. Das ist auf den meisten Gebäuden möglich und dort hätte ich nichts dagegen, es dort zu schreiben. Uns geht es darum, ob den Kommunen die Möglichkeit gegeben wird, einen Solarpflicht bei Neubauten einzuführen. Ja, ich bin dafür und wir brauchen auch verbindliche Regelungen, gerade auch was das Thema Denkmalschutz und den Bestand betrifft. Ich bin gegen eine Pflicht persönlich. Ich halte es für nicht zielführend, wenn wir versuchen, denjenigen, die sich noch trauen, ein Eigenheim zu bauen, die sich es noch leisten können, dass wir denen da reinregieren. Die aktuelle Bundesregierung regiert schon in den Heizungskeller hinein. Aktuell, ich will nicht, dass wir auch noch auf die Dächer hineinregieren. Wir müssen Anreize setzen, deswegen Förderung ist so attraktiv machen, dass der Häuslebauer sagt, jawohl, das ist es, das will ich haben. Das ist das Ziel und keine Pflicht. Ja, ich bin dafür, dass den Kommunen die Möglichkeit eingeräumt wird, eine Solarpflicht selber zu bestimmen. Denn Kommunen sind diejenigen, die ja vor Ort am besten wissen, wie sind denn unsere örtlichen Gegebenheiten? Also wo ist Verschattung? Vielleicht gibt es Quartiere, wo es einfach schwierig ist und wirklich mit hohem Aufwand verbunden ist. Und dann ist es besser, an der Stelle keine Pflicht zu erlassen, aber an anderen Stellen, wo viele Dächer wirklich viel Sonne speichern oder weiterleiten können in Strom, ins Netz, da sollte dann auch eine Solarpflicht bestehen. Und ich glaube auch,
dass es sich durchsetzen wird, denn es ist einfach wirtschaftlich nicht zu toppen, wer sich das leisten kann, eine Photovoltaikanlage zu nutzen. Wir müssen auch dahin kommen, dass vor allem die städtischen Gebäude, zum Beispiel hier in Oberursel, also alle Liegenschaften, die in öffentlicher Hand sind, dass die viel mehr mit Photovoltaik ausgestattet werden, damit die öffentliche Hand mit gutem Beispiel vorangeht. Wir sind gegen eine Solarpflicht, aber für eine Anreizpolitik, also eine Förderung von Solaranlagen. Okay, dann kommen wir zur dritten und letzten Kurzfrage. Und zwar, wollen Sie den Neu- und Ausbau in Deutschland fördern? Warum denn gerade bei der Frage? Ja, ganz eindeutig, wir brauchen neben anderer Infrastruktur, die ausgebaut werden muss, auch einen Ausbau der Autobahnen. Selbst wenn wir auf das Elektroauto setzen, müssen die irgendwo fahren. Den Ausbau der Autobahnen da, wo es sinnvoll ist, wo wir Schwerpunkte und Knotenpunkte im Verkehr haben, weil es, da gibt es auch Studien dazu, ökologisch auch verträglicher ist, an der einen oder anderen Stelle, ne, den, wo schon Fläche versiegelt ist, ein Stück weit sozusagen mehr zuzubauen. Aber grundsätzlich mehr Verkehr auf die Straße zu bringen, nein. Ja, wir sind für solche Projekte, wo es entsprechend sinnvoll ist, auch konkret hier an der A5 vor der eigenen Haustür, aber eben dort, wo es notwendig ist. Autobahnen sind nicht schön, aber wer die Illusion hat, dass die ganzen Güter, die wir beispielsweise hier im Taunus brauchen, alle unterm Arm in der S-Bahn transportiert werden, das ist leider nicht möglich. Also brauchen wir die Straßen an dieser Stelle und deshalb auch für den Autobahnausbau, wo es sinnvoll und notwendig ist. Ich bin der Meinung, wir brauchen keinen Ausbau von weiteren Straßen. Wir müssen Wert auf die Erhaltung der vorhandenen Straßen legen, aber ansonsten die Kapazitäten, also die finanziellen Kapazitäten, die wir haben, in die Schiene und in Radwege stecken. Wir sind ebenfalls gegen einen weiteren Ausbau der Autobahnen. Wir sollten, wie die Kollegen das jetzt ja auch schon ausdrücklich gesagt haben, die bestehenden Autobahnen in Schuss halten und gucken, dass wir mehr Kraft auf die Schiene bekommen. Ja, ich bin ganz klar für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, damit der auch mal endlich klappt, nicht so wie bei der Taunusbahn. Dann kann man sich auch den Ausbau der Straßen sparen. Als nächstes haben wir eine Frage an jede Partei einzeln und anschließend werden wir dann die Themen Verkehr und Energie in der Runde diskutieren. Das wird die erste Frage diesmal an die SPD. Entgegen anderer Parteien bleibt im Wahlprogramm beim Ausbau von Wind- und Solarenergie besonders unkonkret. Wenn Sie ein paar keine praktischen Maßnahmen, mangelt es Ihnen an Ideen, um den Ausbau voranzutreiben oder warum steht nichts drin? Also erstmal kann ich die Aussage, dass es unkonkret ist, nicht nachvollziehen. Ich habe gerade schon gesagt, wir sagen sehr klar, wir wollen 2% der Landesfläche für den Ausbau von Windkraft. Wir wollen auch das Repowering wieder stärken, was unter der schwarz-grünen Landesregierung eingeschlafen ist. Also Repowering heißt den Austausch von bestehenden Windkraftanlagen durch neue und moderne Windkraftanlagen. Wir wollen eine Förderung von Photovoltaik und Solar. Auch das habe ich gerade schon angesprochen. Wir brauchen nicht nur Regelungen für die Neubauten, verpflichtend hier Solarenergie oder Dächerbegrünung, Wärme durch Sonnenenergie, ja, sprich Heizen durch Sonnenenergie als Alternative, sondern wir brauchen auch Regelungen für den Bestand. Da will die Landesregierung oder eine SPD-geführte Landesregierung mit gutem Beispiel vorangehen und entsprechend auch die Landesliegenschaften hier ausbauen. Also Sie sehen, da gibt es viele konkrete Punkte. Vorrang bei dem Solarausbau oder Photovoltaikausbau hat natürlich die bereits versiegelte Fläche. Ich würde mich freuen, wenn wir es schaffen, ohne dass wir neue Flächen auch, ich sag mal, mit Photovoltaikanlagen belegen müssen, die Energiewende zu schaffen. Ob das klappt, muss man sich dann im Detail anschauen. Tatsächlich haben wir im Wahlprogramm sogar dabei und deswegen weiß ich auch, dass da nicht viel drinsteht dazu. Deswegen bin ich jetzt recht überrascht, dass Sie dem widersprechen. Ihr Wahlprogramm gibt zu allen wichtigen Punkten Auskunft und ist da deutlich zu wenig, aber es hat zumindest durchaus einige gute Ideen. Nur Sie regieren seit 23 Jahren in Hessen und Sie hatten so viel Zeit und trotzdem schneidet Hessen beim Zubau von erneuerbaren Energien auch dieses Jahr im bundesweiten Vergleich nicht wirklich gut ab. Warum sollte es ausgerechnet jetzt nach dieser Wahl vorangehen? Erstmal vielen Dank für das Lob. Ich kann das aber teilen. Mir geht das auch zu langsam. Aus dem ganz einfachen Grund, weil wir an vielen Stellen in der Planung zu langsam sind. Ich habe gerade eine Dame vom BUND gesehen mit einem Schild zum Windpark Winterstein. Ich habe sehr lange direkt in der Nachbarschaft dort gewohnt und auch in einer der Kommunen, die dort beteiligt ist. Wenn man sich dieses Konstrukt allerdings mal anschaut, da sind 4 Kommunen beteiligt, die allesamt ihre Beschlüsse einholen müssen. Man denkt darüber nach, die Bürger direkt zu beteiligen, also sie an dem Windpark partizipieren zu lassen, um auch mehr Verständnis dafür zu bekommen. Wenn wir daran denken, wie lange diese Genehmigungsverfahren jetzt dauern, bis ein Bau dort tatsächlich errichtet ist und aller Struktur, die drumherum gehört, da ist
sind wir in Deutschland insgesamt viel zu langsam bei solchen Planungsvorhaben. Das trifft für die Windkraft zu, das trifft aber auch genauso für den Ausbau von Schiene zu. Wir haben ein umfangreiches Klage- und Beteiligungsrecht, was an vielen Stellen meiner Meinung nach auch missbraucht wird, dass Verbände dort ganz gezielt Vorhaben torpedieren. Und dass auch gerade diese Organisationen, die sich sonst immer das auf die Fahne schreiben, wie beispielsweise die Deutsche Umwelthilfe, das sind die Ersten. Das sind die Ersten, die auf den Barrikaden sind, wenn es darum geht, mal konkret ein Projekt, wie beispielsweise ein Schienenprojekt oder auch ein Windprojekt, das sind die Ersten, die ums Eck kommen und sagen, da läuft aber irgendeine Haselmaus oder Ähnliches, die geschützt werden muss. Deshalb müssen wir bei diesen Punkten effizienter werden. Wir brauchen ein schnelleres Planungsrecht. Und ein Fun Fact an dieser Stelle, die Ampelregierung im Bund, die will ein Planungsbeschleunigungsgesetz, so heißt das. Das hat vor ein paar Tagen übrigens einjähriges Jubiläum gefeiert und ist immer noch nicht durch den Bundestag. Aber wir sind insgesamt viel zu langsam. Ja, deshalb, daran müssen wir ran, an diese Stellschrauben. Der Wille ist da, auch bei der CDU ganz klar. Das haben Sie auch gesagt, im Wahlprogramm ist es so formuliert. Aber das ist eine entscheidende Stellschraube, dass wir hier schneller und auch besser werden. Das heißt, Sie müssen korrigieren. Wir haben gesagt, es sind gute Ideen dabei, was ist nicht ambitioniert genug. Aber ich glaube, Sie haben die Frage nicht beantwortet, weil klar geht es, wir kritisieren auch die Genehmigungsverfahren und die Bürokratie, aber es ist ja Ihre Partei, die in Hessen seit 23 Jahren regiert und auch auf Bundesebene lange regiert hat. Wieso haben Sie in der Zeit die Zeit nicht genutzt und die Bürokratie abgebaut? Ja, auch darauf antworte ich gern, mach's auch an einem Beispiel fest. Hessen ist nur eines von zwei Ländern, was das 2%-Ziel bislang erreicht hat, dass wir 2% der Landesfläche auch für Windenergie ausweisen. Allerdings sind die 2% in Hessen noch nicht bebaut. Und woran liegt das? Genau an dem, was ich gerade beschrieben habe, dass vor Ort natürlich alle möglichen Leute beteiligt werden müssen, dass die Kommunen mitmachen müssen. Ich bin auch der Meinung, dass die einzelnen Städte und Gemeinden natürlich da ein Wörtchen mitreden sollen. Und Ursel soll sagen, wo eine Windkraftanlage entstehen soll und wie die Bürger dabei partizipieren sollen. Das ist genau das, was ich gerade geschildert habe und deshalb sind wir dazu langsam. Aber das 2% Ziel reicht ja nicht. Also meine, am Ende ist praktisch nicht viel ausgebaut. Man kann natürlich sagen, wir haben schon irgendwie groß irgendwas davor gemacht, aber praktisch ist irgendwie nicht viel passiert. Ja, deswegen habe ich auch zum Beispiel gesagt, wir können aber auch gerne über andere Formen sprechen und ich will auch gerne die Frage stellen, ob ihr denn bereit seid, auch mit mir auf die Straße zu gehen, wenn es darum geht, die Kernfusion voranzutreiben, die ja bekanntlich CO2-neutral ist. Gut, aber leider auch nicht wirklich in kurze Zeit kommen. Und ich meine, tatsächlich nennen Sie als 10 konkrete Punkte, nennen Sie ja die Kernfusion, als Sie erzählen, nicht die Zeitplan liegen. Der Klimaschutz nicht, das finde ich echt erstaunlich. Aber wir wollen tatsächlich auch weitergehen. Und zwar die Grünen. Sie bekennen sich zur 1,5-Grad-Grenze. Doch diese findet sich im letzten Jahr von Ihnen mitbeschlossenen hessischen Klimaschutzgesetz nicht wieder. Zum einen wird nicht mit einem CO2-Budgetansatz gearbeitet, zum anderen werden nicht alle Treibhausgasemissionen berücksichtigt. Und laut Analysen der Deutschen Umwelthilfe und der Scientists for Future verfehlt das Gesetz das 1,5-Grad-Ziel dramatisch und ist somit nicht konform mit dem Pariser Klimaschutzabkommen. Wie passt das zusammen? Da haben Sie mich dann jetzt auf dem falschen Fuß erwischt oder ich kann es gar nicht beantworten, ob das drinsteht oder nicht, das 1,5-Grad-Ziel. Aber es ist klar, weil ich anhand der Aussage von Herrn Sommer für die CDU wird eigentlich, glaube ich, ganz gut klar, wo das Problem in den letzten Jahren stand. Es muss ja ein Kompromiss gefunden werden, den die Mehrheit mitgetragen hat. Und wenn die CDU sich heute dafür rühmt, ein 2% den Ausbau der Windenergie um 2% gesteigert zu haben, dann hätte man das vor 10 Jahren auch noch nicht gedacht, dass man die Aussage mal hier hören würde. Also ich bin froh, dass wir überhaupt dieses Gesetz jetzt haben, weil es wenigstens mal in die richtige Richtung geht. Aber wir wollen natürlich noch mehr, aber man braucht im parlamentarischen Geschäftsgang immer Mehrheiten. Und es ist halt schwierig, alle mitzunehmen. Aber das ist ja das, woran wir uns messen wollen, dafür, wofür wir arbeiten. Und ich glaube, wir haben das auch nicht ganz so schlecht gemacht, denn das, wofür wir seit 40 Jahren streiten, das bestreitet heute keiner mehr, dass es wichtig ist, dass wir da viel schneller vorangehen müssen. Wir müssen jetzt schneller werden, aber ich bin da sehr zuversichtlich, denn jetzt ist es in den Köpfen angekommen. Die nächste Frage geht an die Linken. Und da ist die Frage, in Ihrem Wahlprogramm schreiben Sie bisher nichts dazu, wie Sie die Wirtschaft klimaneutral umbauen zu wollen. Das erwähnen Sie auch nicht und deswegen würde es das interessieren, warum es nicht drinsteht und wie Sie es machen wollen. Also, dann haben wir ein kleines Problem, weil ich bin der Meinung, ich habe das gestern noch gelesen, dass der Umbau der Wirtschaft sozialverträglich, sozialökologisch stattfinden soll. Die Linke spricht sich, gerade ich als Flughafenmitarbeiter, spreche mich auch für, dass wir die Kurzstreckenflüge verlegen auf die Schiene. Und
letztendlich müssen diese Sachen sozialverträglich, weil die Mitarbeiter müssen ja mitgenommen werden, die müssen ja auch letztendlich anderswo beschäftigt werden. Also wenn weniger Flüge stattfinden, ist doch klar, dass wenn auch bei der Automobilindustrie das Auto jetzt eingestellt wird, weniger Autos vielleicht gebraucht werden, dann müssen die natürlich irgendwo eine andere Tätigkeit finden. Und ich bin nach wie vor, ich habe es jetzt auch nicht dabei, aber es steht im Wahlprogramm drin, wie die Wirtschaft mitgenommen werden soll und auch die Belegschaften. Die Frage war tatsächlich eher, wie wollen Sie den CO2-Abdruck der Wirtschaft reduzieren? Also nicht jedes Industrie wird CO2 ausstoßen, egal was es herstellt. Wie wollen Sie das reduzieren? Ja, ich persönlich würde dazu sagen, wir produzieren ja auch sehr viel auf Halde, ja, immer höher, schneller, weiter, da ist die Profitgier ein Thema. Wenn man punktuell genauer produzieren würde, also ich nehme mal das Beispiel Gemüse. Wir beziehen den größten Teil des Gemüses nicht mehr regional, wir beziehen den ja aus Spanien. So, wenn man das schon reduzieren würde, würde man auch das Klima letztendlich reduzieren und die Wirtschaft hier im Lande fördern. Ja, die Bauern würde man fördern und so stelle ich mir den Umbau der Wirtschaft auch vor. Genau, dann Frage an die Frau Lehner. Also soweit ich weiß, haben Sie noch kein Wahlprogramm veröffentlicht. Das macht natürlich ein bisschen schwierig, jetzt fast eine Frage zu stellen. Deshalb eher eine offene Frage, welche klimapolitischen Ideen haben Sie, die Sie von den anderen Parteien unterscheiden? Und warum sollten klimapolitisch interessierte Menschen ausgerechnet Sie wählen, Ihrer Meinung nach? Genau, das haben Sie richtig recherchiert. Wir haben tatsächlich noch kein Wahlprogramm veröffentlicht. Das wird die nächsten Tage passieren. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig für den Termin, ja. Tatsächlich ist es so, dass wir ja, ich habe es schon gesagt, aus dem ländlichen Raum kommen. Das heißt, wir kommen aus dem Stamm der Freien Wählergemeinschaften und haben sich dann auf Landes-, Bundes- und Ebene zusammengeschlossen zu den Freien Wählern. Uns ist vor allem die Nähe am Bürger ganz wichtig. Das heißt also auch, dass wir die Bürger hören müssen, deren Probleme ernst nehmen müssen und die Bürgerbeteiligung erhöhen. Und das eben auch im Thema des Klima- und Umweltschutzes. Ich kann mich nur wiederholen, es bringt uns nichts, wenn die Leute nicht mitkommen und nicht gut informiert sind. Ich glaube einfach, die Bereitschaft mitzumachen ist bei vielen Leuten einfach viel, viel größer, wenn wir mehr erklären, mehr transparent machen und erstmal auf Anreizpolitik als auf Verbotspolitik setzen. Ich bin der Meinung, wir sollten den Menschen zutrauen, Entscheidungen zu treffen. Und wenn das alles nichts hilft, natürlich, dann muss man irgendwo regulieren. Dafür gibt es uns ja in der Politik, aber ich möchte erstmal auf Anreiz und auf Aufklärung setzen und dann erst im nächsten Schritt sagen, okay, jetzt muss hier eine Regulierung her. Gott, das Klimaschutz schon lange ein Thema ist und wir bisher nicht genug vorangekommen sind. Die Zeit rennt, es wird immer schwieriger, das 1,5-Grad-Ziel noch einzuhalten, beziehungsweise unseren Beitrag dazu zu leisten. Wann ist dann Ihrer Meinung die Zeit gekommen, wenn man quasi von Anreizpolitik und Informieren dann auch zu Einschränkungen übergeht? Ja, das ist natürlich so eine Sache. Ich meine, wir waren ja bisher nicht, zumindest in Hessen, nicht in der Landesregierung beteiligt. Von daher kann ich uns ja erstmal gar keinen Schuh anziehen. Ja, wir haben bisher, sage ich mal, keine große Verantwortung in dem Bereich gehabt. Natürlich haben wir das Thema immer auf dem Schirm. So konkret, ne? Also ob ich Ihnen jetzt sage, nach einem halben Jahr müssen wir das nachregulieren. Natürlich, es muss ganz wichtig, bei allem, was wir machen, um natürlich auch keine Steuergelder zu verschenken, müssen wir natürlich immer kontrollieren, was wir machen, ne? Und dann eben auch nachjustieren und im Zweifelsfall halt eben auch mal sagen, dass der Weg falsch war. Also sich dann hinzustellen und sich wegzuducken und zu sagen, wir haben bisher ja alles richtig gemacht und wenn Kritik kommt, steht niemand zu den Fehlern, das ist nicht das, was wir uns vorstellen. Dann eine Frage an die FDP. Ich zitiere mal, ein Leben ohne Lastenrad, Elektroautos und Wärmepumpen. Mit diesem Versprechen zog Ihr Parteikollege Stefan Naas, Spitzenkandidat der FDP Hessen und auch Direktkandidat dieses Wahlkreises, in den Wahlkampf. Wie passt diese populistische Ablehnung moderner Technologie wie der Wärmepumpe zu Technologieoffenheit, Fortschritt und Ideologiefreiheit, die Ihre Partei doch so gerne betont? Sehr gut passt das aus meiner Sicht. Und zwar einfach, wenn man den Kontext betrachtet. Selbstverständlich ist das eine überspitzte Aussage. Nur entscheidende ist, dass keine Vorgabe zur Nutzung genau dieser Technologien wie Lastenrad oder Wärmepumpe es geben soll. Wir haben doch gerade gesehen am Gebäudeenergiegesetz, dem Heizungsgesetz, was passiert, wenn Unmögliches kleinteilig vorgeschrieben werden soll, wenn Unmögliches Hauseigentümern, Häuslebauern, hat es der Kollege Sommer vorhin genannt, aufgezwungen werden soll. Das heißt, da passiert überhaupt nichts. Es ist schlicht und ergreifend nicht möglich gewesen. Wie gesagt, diese Aussage ist überspitzt und ja, es sollte auch
weiter möglich sein zu leben, wenn man sich diese neuen Technologien, die Sie es gerade bezeichnet haben, nicht leisten kann. Man hat auch weiter das Recht, sein Haus zu behalten, das man vielleicht geerbt hat. So viel haben wir ja gar nicht in Deutschland. Man sollte auch weiter mobil bleiben können, wenn man sich kein Lastenrad kaufen kann, zum Beispiel. Das sind nämlich gar nicht so billig und insofern passt das sehr gut zusammen. Es ist im Gegenteil, also ich möchte mal ganz kurz einhaken, um hier was klarzustellen. Ich finde es super, dass ihr eine Diskussionsrunde organisiert, ausdrücklich. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Nur wenn hier eine Diskussion immer unterbrochen wird, und ich habe schon den Eindruck, dass bei den identischen Aussagen der Freien Wähler oder der Freien Demokraten bei mir reingeplärrt wird und nicht bei den Freien Demokraten, dann ist das kein offener Diskurs. Und eigentlich sollte das nicht in eurem Sinne sein. Für Wärmepumpen gibt es aber hohe Förderungen und Sie sagen, das kann man sich nicht leisten. Ich glaube, so bis zu 70% wird es Förderungen geben, die übernommen werden kann. Lastenräder schreibt niemand als Pflicht vor. Ich weiß nicht, woher das jetzt kommt. Also ich habe noch nie gehört, dass jemand eine Lastenradpflicht einführen soll. Und wenn Sie sagen, es soll quasi Freiheit geben, es zu entscheiden, es ist nun mal so, dass eine Gasheizung erstens deutlich ineffizienter ist, zweitens eben nicht klimatauglich ist für die Zukunft, dass wir das 1,5 Grad Ziel einhalten können. Und es ist auch nicht so, dass Deutschland da jetzt im Alleingang gehen würde. Es sind viele Nachbarländer, ich glaube Dänemark, Österreich, ich glaube in Frankreich gibt es auch schon vergleichbare Maßnahmen, Niederlande auch. Es ist jetzt nicht, dass es Deutschland alleingang ging und auch die Maßnahmen, also auch EU-Regeln, die dazu in Erarbeitung sind, gehen in eine ähnliche Richtung. Es ist nicht, dass jetzt zum, ja. Danke, dass ich dazu noch was sagen kann. Also beim Lastenrad habe ich nicht eine Pflicht ernannt, sondern habe gerade erwähnt, dass es für manche Leute zu teuer ist zu kaufen. Ich kann mir nicht für 8.000 Euro mal kurz ein Lastenrad kaufen und ich arbeite normal im öffentlichen Dienst. Bei den Wärmepumpen habe ich gerade dargestellt, dass es ursprünglich geplant war, diese vorzuschreiben. Selbst der grüne Wirtschaftsminister auf Bundesebene hat einsehen müssen, dass das nicht der richtige Weg ist. Und das erwähnte Anreiz- und Subventionsprogramm ist ja genau Ergebnis dieser Diskussion. Es war schlicht und ergreifend unmöglich, weil die Handwerker gefehlt haben, weil aber auch die Energiezulieferung gefehlt hat, das innerhalb von so wenigen Jahren umzusetzen. Ein Punkt noch übrigens, wo soll der Strom herkommen? Dänemark, beziehungsweise vor allem Norwegen, hat richtig viel Wasserkraft. Wir haben hier gleichzeitig einen Ausstieg aus der Atomkraft vollzogen, wird bestimmt hier überall auf Jubel stoßen, wollen aber auch gerade kein Kohlekraftwerk mehr haben, wollen die Umstellung auf Gaskraftwerk aber auch nicht haben in Frankfurt. Ja, wo kommt denn die ganze Energie für 700.000 Menschen, Windräder in Taunus, rechnen Sie mal bitte ein bisschen und seien Sie mal realistisch. Das wird eine 700.000 Einwohnerstadt wie Frankfurt einfach nicht betreiben können. Rechnen Sie es doch bitte. Es ist leider unmöglich und physikalisch unmöglich, das fordern wir nicht. Und bei Heizungen, die mit Wasserstoff betreiben werden, ist Schätzung zufolge der Stromverbrauch bis zu 5-mal höher als bei Wärmepumpen. Also es ist nicht so, dass Wärmepumpen besonders ineffizient wären. Und das Thema Handwerker nochmal. Ich glaube, es war der Chef vom Deutschen Handwerksvereinigung, ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall es braucht nicht mehr Handwerker Wärmepumpen einzubauen als Gasheizung. Es ist ja nicht so, dass es jetzt quasi das neue Verbot, dass quasi alle Heizungen auf einmal ausgetauscht werden müssen, sondern eben neue Heizungen. Und da ist es für die Handwerker, also das ist der Einbau für die gleich viel Aufwand für Gasheizung oder Wärmepumpen. Aber ich glaube, wir müssen auch weitergehen. Aber dann bitte klarstellen, was tatsächlich Fakt war. Also es war sehr wohl angedacht, diese Pflicht einzuführen und das war unmöglich. Ich habe gerade gesagt, das hat selbst der grüne Minister eingesehen, dass das nicht möglich war. Und dieses Ergebnis, das wir jetzt gefunden haben. Er hat es nicht vorgeschlagen, mit der Pflicht zu einbauen, also zur Pflicht zu umbauen. Also da erinnert sich die Bundesrepublik aber ganz schön anders. Ich würde jetzt mal kurz nachfragen, ob wir schon in der Diskussion sind oder weil hier teilweise so Zwiegespräche irgendwie stattfinden. Ich werde schon kalt, ja. Also wenn Fragen sind, gerne, aber wir würden gerne auch mitmachen. Ja, Entschuldigung. Wir sind jetzt auch ein bisschen abgeschweift zur Bundespolitik. Wir wollen ja eigentlich bei Landespolitik bleiben. Und ich würde sagen, deshalb gehen wir jetzt mal weiter in die Diskussion. Okay, dann übergebe ich es an Jörn. Wir kommen nun zur Diskussionsrunde, wo auch Sie auf Sie einander Bezug nehmen können und sicher nach der Reihenfolge gehen. Und wir beginnen mit dem Thema Verkehr. Die Emissionen im Verkehr sind Jahre nicht gesunken. Das Verkehrsaufkommen auf der Straße hat sich immer weiter erhöht.
bis 2035 klimaneutral werden zu wollen und das 1,5 Grad Ziel einzuhalten, muss der Autoverkehr bis dahin deutlich reduziert werden. Zu diesem Schluss kommt eine von der FF in Auftrag gegebene Studie des Wuppertal-Instituts für Klima und Umwelt und Energie. Die Grünen haben das Ziel, bis 2035 klimaneutral werden zu wollen. Wie wollen Sie das umsetzen? Wir haben durchaus Ideen. Ich erinnere mal, vor 5 Jahren, Schülerticket war ganz neu, konnte sich kaum einer vorstellen, ist aber die Erfolgsgeschichte, die dann im 9-Euro-Ticket letztes Jahr gipfelte. Und jetzt haben wir das Deutschland-Ticket, was nicht ganz so gut ist. Es muss aber auch noch alles finanziert werden und der ÖPNV muss ja noch ausgebaut werden. Aber ja, wir brauchen viel mehr Fokus auf den ÖPNV. Denn Mobilität hat auch soziale Aspekte, hat wirtschaftliche Aspekte. Wir müssen uns fortbewegen aus verschiedenen Gründen. Und Verkehr ist halt nicht nur das Auto, was auf der Straße rumfährt. Wir brauchen mehr wie gesagt, ÖPNV, aber ich denke auch den Ausbau von Carsharing-Angeboten wird auch noch Entlastungen bringen. Das sind die Ziele, wie wir da vorankommen wollen. Sie dürfen jetzt alle auf Männer Bezug nehmen, also auf die Grünen, und sich zu Wort melden, wenn Sie wollen. Ich würde jetzt erstmal noch nicht Bezug nehmen, aber ich würde gern so einfach was dazu sagen. Also erstmal ist es ja so, dass wir im Verkehr etwa 20% der CO2-Emissionen oder der Emissionen in Deutschland sehen, 20% der Emissionen sehen. Insofern ist das durchaus einer der Hauptemittenten, ja, für CO2, und insofern ganz klar, dass der Handlungsbedarf auch besteht. Fakt ist aber auch, der CO2-Ausstoß pro Fahrzeug, ja, oder pro zurückgelegten Kilometer ist gesunken. Wir haben aber das Problem, dass immer mehr Verkehr auf der Straße hinzugekommen ist in den letzten Jahren, insbesondere eben auch im Transportbereich. Insofern ist sicherlich eine Antwort auf die Frage, ja, wir brauchen mehr Verlagerung von LKW, von Schwerlastverkehr wieder auf die Schiene. Wir brauchen aber genauso auch den Ausbau des ÖPNV. Da ist das Deutschland-Ticket sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen aber auch auf kommunaler Ebene hier vor Ort überlegen, wie können wir sinnvoll neue Verkehrskonzepte einführen, wie können wir Verkehr vom motorisierten Individualverkehr, also vom Auto, von der Straße, wegholen auf andere Verkehrsformen, auf Wege zu Fuß, die mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Dafür braucht es aber natürlich Investitionen, dafür braucht es einen Ausbau der Fahrradwege, auch landesweit. Insofern bin ich sehr dafür, dass wir hier unsere Anstrengungen nochmal intensivieren. Ansonsten, das Thema Tempolimit wird ja auch gerne diskutiert, wenn Sie dazu von mir ein Statement hören möchten. Ich bin dafür, das zu tun, weil wir sehen einfach, dass der Verkehr ja diese 20% am Ende des Tages hier auch ausmacht. Und insofern wäre ich da durchaus offen für eine Diskussion. Genau, wir wollen nicht einfach nur Statements hören, sondern praktisch in eine direkte Diskussion gehen, also dass Sie aufeinander Bezug nehmen. Und wenn sich die FDP dazu zu Wort, dann machen wir einmal durch und dann können wir nochmal. Ich denke, es sind einfach ziemlich viele gleichzeitige Wortmeldungen. Hier wurde gerade angesprochen, das 49-Euro-Ticket auf Bundesebene sei nicht so gut oder zumindest noch lange nicht genug. Ich möchte mal betonen, der Bundesverkehrsminister, ich weiß, er ist ja gerade in Ihren Kreisen häufig so ein bisschen das Feindbild. Der hat was geschafft, was in den 15 Jahren oder noch viel länger vor ihm niemand geschafft hat. Nämlich dieses bundesweit einheitliche ÖPNV-Ticket zu einem, ja, bestimmt ausbaubaren, aber doch noch überschaubaren Preis einzuführen. Das hat keiner, ob das CDU, Grüne, SPD oder wer auch immer war, kein Verkehrsminister vor ihm gemacht. Also eigentlich sollte das nicht ein Feindbild sein, sondern der im Gegenteil das Vorbild sein. Wie gesagt, man kann gerne noch das Ganze weiterführen. Wir müssen weiterkommen im ÖPNV-Bereich. Wir müssen die Infrastruktur ausbauen. Wir sind hier gerade vor einer Landtagswahl. Es ist dringend notwendig, sowohl Radwege auszubauen, die Schiene auszubauen, ja, aus unserer Sicht aber auch die Verkehrswege für Individualverkehr auszubauen, denn es bringt dem Klima gerade überhaupt nichts, wenn die Menschen im Stau stehen. Und das passiert noch oft genug, gerade beim Main-Gebiet, da hat auch keiner was. Ja, also ich möchte da nochmal anknüpfen an die Grünen. Es wird Zeit, dass das schneller vorangeht. Ich habe mich ja vorhin schon ausgesprochen, wenn wir die Schienen ausbauen, dann reduzieren wir automatisch den Straßenverkehr. Denn wir dürfen nicht nur reden und es darf nicht nur auf dem Papier stehen. Es muss endlich mal umgesetzt werden. So sieht es doch aus. Egal, ob in der Landesregierung oder in den Kreistagen, da wird immer diskutiert. Passieren tut gar nichts.
schnelle Umsetzung und deswegen habe ich klare kurzfristige Ziele, die muss man identifizieren, je nach Kreis, und die muss man umsetzen. Endlich mal aufhören mit dem Gelaber und endlich mal praktisch umsetzen, weil wenn wir natürlich jetzt steuern, dass wir den ÖPNV ausbauen wollen. Wir wissen doch an dem Desaster von der Taunusbahn, was da passiert. Das wird Jahre dauern, bis das endlich umgesetzt wird. Deswegen, wir müssen vorankommen, um endlich mal hier den ÖPNV mit einer gesunden Taktung auch noch ausstatten. Dann fehlt das Personal, das kommt ja auch noch dazu. Das ist auch ein hausgemachtes Problem der Wirtschaft. Man hat nämlich über Jahre abgebaut, egal ob das der Bäcker, der Schreiner oder sonst was war. Das ist alles sind alles hausgemachte Themen und wir brauchen endlich mal eine Regierung beziehungsweise hier im Kreis beziehungsweise im Land eine Gemeinschaft, dass man da zu einer schnellen Umsetzung kommt. Darf ich da direkt, beziehungsweise es ist einmal auf die Linke, aber vor allem auf die SPD, also weil es vor allem um den Ausbau der Fahrradwege geht. Und wenn ich das so höre, ich höre es sehr gerne, dass die SPD die Fahrradwege dringend ausbauen möchte. Und dann bin ich doch mal sehr zuversichtlich, dass wir hier im Kreis in dem nächsten Haushalt für nächstes Jahr dann doch endlich mehr Mittel für Fahrradwege haben, als es dieses Jahr so war. Da muss ich mir nämlich von der SPD sagen lassen, dass die Mittel nicht da sind. Das Land fordert, das gibt seinen Anteil dazu, aber hier vor Ort müssen wir es auch wollen. Und hier vor Ort müssen wir es auch in die Haushalte reinschreiben. Dann fördert das Land auch. Und von daher, die Linke hat uns damals auch unterstützt bei unserem Antrag für den Haushalt. Aber ich nehme das jetzt mit, Sebastian, bitte trag es auch in die Kreis-SPD weiter, dass wir wirklich dann in diesem Haushalt für 2024 mehr Mittel für Radwege reinschreiben können. Ja, die CDU wartet schon die ganze Zeit. Gerne. Ja, vielen Dank. Da jetzt viele was gesagt haben zum Thema Verkehr und Mobilität, möchte ich da auch noch einen Aspekt ergänzen. Auch die CDU will den ÖPNV stärken und wir wollen vor allem die Verkehrsträger miteinander vernetzen. Und dazu gehört gerade auch hier in Taunus, auch dass wir beispielsweise mehr auf Park and Ride setzen, dass wir es versuchen und angenehm machen, den Menschen, die mit dem Auto zur Gleise fahren, dort auch umzusteigen. Das ist ein entscheidender Faktor, denn, und das will ich auch mal sagen, ich wohne jetzt seit 7 Monaten hier in Oberursel. Ich genieße das, mit S und U-Bahn und mit dem Stadtbus unterwegs zu sein. Ich genieße das, es ist oft sogar schneller, als wenn man das mit dem Auto durch die Stadt versucht. Ich genieße das. Zur Realität gehört aber auch, wir sind hier im Wahlkreis 24 und dazu gehört auch die Kommune Wallroth. Und wenn ich in Wallroth etwas vom 49-Euro-Ticket erzähle und vom Umstieg auf den ÖPNV, dann sagen die mir teilweise, gut, mit welchem von den 2 Bussen soll ich einen Fahrdienst hier am Tag im Ort halten? Also gehört zur Realität auch dazu, dass das Auto notwendig ist. Und das Auto ist notwendig auch als Verbrenner. Und wir dürfen uns auch nicht in dem Bereich das abschneiden, wo wir seit 70 Jahren Weltmarktführer sind und wo wir immer effizienter werden. Also erkennen wir die Realität an, erkennen wir vor allem auch, dass das Auto dazugehört und versuchen wir es möglichst leicht und attraktiv zu machen, vom Auto auf die Schiene oder auf den Bus auch umzusteigen, wo es eben möglich ist. Da müssen wir die Verkehrsträger miteinander vernetzen und nicht das eine nur verteufeln und das andere nach oben heben, sondern entsprechend schauen, was die Realität ist und wie sie es realisieren lässt, um weiterzukommen. Ich glaube, fein wäre wohl auch. Lieber Sebastian, ich bin Wallroderin, also ich kenne das von dir angesprochene Problem des ÖPNV sehr gut. Busfahren da hinten, eine ganz schwierige Nummer. Dazu bin ich noch Mutter von 2 kleinen Kindern. Ich wollte nicht unbedingt mein brechendes, fieberndes Kind im Bus transportieren. Also ich denke, es gibt schon auch gute Gründe dafür, dass Familien und auch andere Personengruppen ein PKW brauchen. Trotz alledem ist natürlich klar, dass wir gerade hinten in Wallroth die Buslinien ausbauen müssen, die Taktung. Es gibt teilweise irrsinnige Geschichten, wo Busse nicht durchfahren und umdrehen müssen auch teilweise. Und da sind wir absolut auch als, sage ich jetzt mal, Partei, die im ländlichen Raum aktiv ist, dafür, dort Geld in die Hand zu nehmen und den ÖPNV auszubauen. Aber wie gesagt, nicht dogmatisch die Abschaffung von PKW. Eine Frage für die CDU. Sie sprechen doch davon, dass wenn er die Zukunft ist. Aber aktuell wird doch Deutschland sehr stark abgehängt von Ländern wie China. Ist es nicht am Ende irgendwie schädlich für die deutsche Wirtschaft, wenn man nur auf Verbrenner setzt und nicht rechtzeitig den Umstieg fördert? Also der Verbrenner alleine ist sicherlich nicht die Zukunft, das habe ich auch nicht gesagt.
aber der Verbrenner ist eine der Technologien, und zwar die Technologie, bei der wir in Deutschland seit 70 Jahren Weltmarktführer sind und immer effizienter werden. Und ich rede beim Verbrenner auch nicht nur darüber, dass wir Diesel und Benzin verbrennen, sondern dass wir vielleicht auch irgendwann mal in der Lage sind, synthetische Kraftstoffe zu verbrennen, die eben nicht fossil sind. Und das ist auch ein Punkt, um den wir uns kümmern müssen. Und wenn Sie hier sich hier hinstellen und sagen, wollen wir den Verbrenner verbieten, ist es an der Stelle zu kurz gedacht. Ich glaube, wir brauchen den Verbrenner gar nicht verbieten. Das erübrigt sich, das macht die Marktwirtschaft alleine. Also wir sehen das doch, was in anderen Ländern passiert, dass da schon die Elektromobilität viel weiter ausgebaut ist als bei uns. Und ich würde auch sagen, zum Thema E-Fuels, ich meine, viele Autokonzerne fordern ja auch ein starkes Signal von der Politik zu haben, dass es eben Richtung Elektromobilität geht, dass wir jetzt wissen, in welche Richtung wir gehen. Es sind wirklich sehr wenige Firmen, die wirklich ernsthaft auf E-Fuels setzen. Es sind hauptsächlich, ja, Porsche, genau, also eben, genau. Und es ist jetzt ja nicht so, dass das ist ja jetzt so, also so einen großen Bedarf gibt. Also Bezug nehmen auf das, was der Kollege Sommer gesagt hat, ja, das stimmt. Wir haben hier natürlich im Hochtaunuskreis, auch im Wahlkreis 24, eine sehr, wie soll ich mal sagen, heterogene Situation. Wir sind hier sicherlich im Vordertaunus ein Stück weit privilegiert, was auch die Anbindung an den ÖPNV angeht. Insofern klar, dass für manche Kommunen, für manche Menschen, auch einfach das Auto noch mit dazugehört. Wir müssen aber auch schauen, das Festhalten am Verbrenner halte ich für falsch. Ich glaube, die Zeit des Verbrenners ist auf absehbare Zeit auch vorbei. Wir müssen weg von dem Festhalten an fossilen Energieträgern und müssen schauen, wie wir einen Umstieg auf andere Mobilitätsformen meistern können. Was ich aber auch dazu sagen will, ist, ich glaube, da haben wir bei der Elektromobilität noch viel Nachholbedarf. Wäre für mich als Sozialdemokrat ist es immer ein bisschen schwierig, wenn ich so das Gefühl habe, dass ich mit meinen Steuern und Abgaben irgendwie dem Eigenheimbesitzer den Umstieg auf die Elektromobilität finanziere und die Wallbox am Eigenheim. Ja. Ich wohne selbst hier in Oberursel im Mehrgeschosswohnungsbau. Ich habe keinen eigenen festen Parkplatz. Also ich wüsste jetzt noch nicht genau, wo ich mein Elektroauto, sofern ich denn eins hätte, irgendwie vernünftig laden können soll. Ich glaube, da haben wir noch einiges an Hausaufgaben zu machen. Und auch dafür will ich mich einsetzen. Aber genau das ist doch das Problem. Wenn Sie momentan oder sehr, sehr schnell alle Verbrennerwagen abschaffen, also alle von Personen, die auf Individualmobilität angewiesen sind, dann stehen schlicht und ergreifend weder die Fahrzeuge zu einem halbwegs bezahlbaren Preis, noch vor allem die Energie, sprich der Strom zur Verfügung. Ich habe das vorhin schon mal angesprochen. Bisher hat mir keiner beantwortet, wo der gesamte Strom herkommen soll. Das wird nicht funktionieren per Schnips für Individual- oder überhaupt Mobilität von 80 oder 84 Millionen Deutschen plus dem Heizen und Wärmen vom Haus, wenn sie das von heute auf morgen mit Windkraft und Sonne gewährleisten wollen. Es ist eine physikalische Tatsache, dass das nicht funktioniert. Und wie gesagt, wir schaffen gerade alle anderen Energieformen gleichzeitig ab. Ich bin sehr dafür, dass wir den effizientesten Weg wählen, unsere Mobilität, unsere Gebäudeenergie und so weiter darzustellen. Nur woher wissen Sie, dass die Elektromobilität das einzig selig Machende für den Individualverkehr ist? Das ist zu Recht vom Kollegen Sommer darauf hingewiesen worden. Wir haben einen enorm langen technologischen Vorsprung, zum Beispiel beim Verbrennungsmotor. Der Diesel, der böse Diesel, ist ein höchst effizienter Motor. Ja, der ist keineswegs am Ende. Auch das Verbrennen zum Beispiel von Wasserstoff. Hier kam eben schon dieses Lachen von Wasserstoff. Das ist super sinnvoll, einen Verbrennermotor in Richtung Wasserstofftechnologie umzubauen. Da können wir uns diesen Vorsprung nutzen. Woher wissen Sie, dass das eine, nämlich die Elektromobilität, das einzig Seligmachende ist und das andere, technologischen Vorsprung zu nutzen und auf Wasserstoffantrieb umzubauen, das Ganze nicht ist. Ich weiß es nicht. Das Problem ist auch, dass E-Fuels deutlich mehr Strom brauchen. Da hat man ein noch größeres Problem, dass man noch mehr Strom braucht. Und ein Wasserstoffauto ist kein Verbrenner, sondern auch ein Elektroauto. Aber ich glaube, wir sind langsam auch... Warum wird denn der Wasserstoff in Elektrizität umgewandelt? Da muss ja irgendwas mit geschehen. Das geschieht ja auch in einem physikalischen Prozess. Ja. Das ist selbstverständlich ein Verbrenner. Also, auf Männersachen, also, ist immer was anderes. Aber ja, das stimmt. Wenn ich weiterkommen und die Linken und die Freien Wähler dürfen noch einen Punkt sagen, wenn sie es wollen. Und danach würden wir auch zum nächsten Thema übergehen, die Energie. Ja, ich wollte aber auf den Umstand hinweisen, dass die Automobilkonzerne, wir haben
das Thema selbst verursacht haben. Wir haben nämlich verschlafen, die Technik umzusetzen. Dafür haben sie aber den Personalabbau sehr schnell gefördert. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Ich bin Gewerkschaftler. Und da gucken Sie mal die das, Zahlen an. Das ist das Automobilstandort. Opel in Rüsselsheim, VW in Baunatal. Schauen Sie es mal an. Ja, die Technik haben Sie verschlafen, aber das Personal abgebaut. So, hätten Sie mal in die Technik investiert, dann wären wir weiter. Egal, ob Sie sich jetzt ein Wasserstoffauto leisten können. Also man muss sich das ja auch nochmal leisten können. Wer kann sich denn so ein E-Auto denn leisten? Doch garantiert nicht die Großfamilie, die sozial Schwachen. Wenn Sie wirklich mobil auf dem Land wohnen, ja, dann müssen Sie so ein E-Auto auch erst nochmal leisten können. Da kommt es ja hin. Und da verschlafen wir unsere Zukunft und da verschläft auch ein Teil der Wirtschaft die Zukunft. Denn ja, wir müssen umbauen, aber man kann nicht einfach einseitig sagen, wir brauchen das E-Auto und das E-Auto jetzt verdoppeln. Das ist so wie die Heizung, ja, die muss man unbedingt fördern. Man muss gleich zweigleisig fahren. Eventuell auch noch Wasserstoff und da gibt es ja noch den Unterschied zwischen braunen Wasserstoff und grünen Wasserstoff. Und wenn man die Themen alle verschläft, ist doch klar, dass man im Punkt Klima nicht vorankommen kann. Genau, ich würde gerne noch mal einhaken, was der Herr Laszlo gerade gesagt hat. Da bin ich auch wieder beim Thema Lebensrealitäten. Ja, ich persönlich als Beispiel, und das geht ganz vielen hinten in Weilroth, Glashütten und so weiter. So. Es kommt auch immer darauf an, wo ich tagtäglich hin zur Arbeit fahre. Was bräuchte ich für ein E-Auto, also was für eine Reichweite bräuchte ich und was entsprechend für ein hoher Investitionspreis hängt dran? Ich fahre jeden Tag von Weilroth nach Frankfurt und zurück. Ich muss mobil sein, ich habe zwei kleine Kinder. Auch das geht vielen bei uns hinten so. Das heißt, mit der Bahn fahren, um mal eben schnell ein krankes Kind abzuholen, funktioniert nicht. Ich brauche ein E-Auto mit einer enorm hohen Reichweite und eine Wallbox. Und eine Solaranlage ist momentan finanziell nicht drin. Wir sind, sage ich mal, in einem Alter, wo wir uns unser Eigenheim mühsam erarbeitet haben, uns finanziell in hohe Verbindlichkeiten gebracht haben, alleine sich dieses Haus leisten zu können. Kann man jetzt als sehen, wie man will, braucht man das oder braucht man das nicht, ja? Aber Fakt ist auch, es muss einfach auch zu den Lebensrealitäten passen, zu Familien, zu älteren Menschen. Wohnen die auf dem Land, wohnen die in der Stadt? Ja, und wie Sie schon sagten, Herr Laszlo, man muss es sich halt eben auch leisten können. Also das ist auch eine existenzielle Frage. Das sehen wir gerade in der aktuellen Bundesrepublik und in der Bundespolitik, dass eben auch die Leute Angst haben, wie das finanziell weitergeht. Ich kann das einfach nicht so stehen lassen, weil da sprechen Ängste raus, die einfach völlig unbegründet sind. Also so ein E-Auto, damit kann man auch eine Woche lang fahren. Also ich mache das jetzt seit vielen Jahren ja auch zur Arbeit. Ich habe ein E-Up. Da fahre ich eine ganze Woche mit nach Frankfurt hin und zurück mehrmals. Der kann ja auch 250 Kilometer was fahren. Was ist denn zwischen Weilroth und Frankfurt? Was sind das? Keine 30 Kilometer, meiner Meinung nach. Da schaffen sie es zumindest hin und her. Also einfach mal ausprobieren, kann ich nur sagen. Ja, genau. Und ich sage auch noch mal jetzt was dazu. Also eine Solaranlage, finanziert sich meistens nach 12 bis 15 Jahren. In der Regel ist das klar, ist eine Investition, die man erstmal tätigen muss, aber es rechnet sich. Eine Solaranlage rechnet sich. Das finde ich ganz wichtig zu betonen. Müssen Sie das Geld dann aufnehmen oder haben Sie das auf Ihrem Konto liegen? Natürlich. Das ist natürlich ein. Also, ich möchte mal daran erinnern, ja, es gibt Menschen, die gerade nicht wirklich viel finanzielle Möglichkeiten haben, um sowas mal eben aus der Portokasse zu bezahlen. Und ich meine, das macht dann schon einen Unterschied, ob ich jetzt momentan 90 Euro Strom bezahle oder mehrere Angebote einhole, wo ich auf einmal 150 bezahlen muss. Ja, das ist irgendwann wieder raus, aber ich muss die ja monatlich haben. Ich kalkuliere doch mit meiner Monatshaushaltskasse und nicht mit, rechnet sich das in 20 Jahren? So, und zwar, hier ist eine Frage für die FDP, und zwar, wie wichtig halten Sie es persönlich, die Windkraft in Hessen voranzutreiben, um die Energiewende zu meistern? Ich halte es für sehr wichtig, dass die Windkraft ihren Beitrag leistet und entsprechend auch deutlich ausgeweitet wird, wo entsprechende Flächen zur Verfügung stehen. Ich bin der Meinung, dass es physikalisch schlicht nicht funktionieren wird, sämtliche Energie, die wir hier brauchen und verbrauchen, durch Windkraft darzustellen. Und ich bin auch der Meinung, dass es nicht sinnvoll ist, übrigens auch ökologisch nicht sinnvoll ist, Windkraft an jedem einzelnen Punkt hier umzusetzen. Zum Beispiel, und das ist eine alte Forderung von uns in der FDP auf Taunus, sind wir stark gegen Windkraft im Naturpark Taunus und insbesondere auf dem Taunuskamm.
Ich möchte nicht, und das ist ja erwiesen, den gesamten Wald dort abholzen, um die Windräder abzuschalten. Genau, also wir haben zu dem Thema mal in Ihr Parteiprogramm geguckt, in Ihr Wahlprogramm. Und dort findet sich tatsächlich kein Wort zu Windkraft in Hessen. Das Einzige, was dort steht, ist, dass Windkraft nach der Meinung der FDP, vor allem Offshore-Windkraft, sinnvoll ist. Und es steht kein Wort dazu, dass ein Windkraftausbau auch in Hessen erforderlich ist in den Augen der FDP. Ist die FDP mit der Zweitstimme überhaupt klimapolitisch wählbar, wenn sie sich mit dem Thema komplett raushalten? Schöne Suggestivfrage, aber Sie haben mich gerade individuell gefragt und ich habe Ihnen individuell geantwortet. Okay, das stimmt. Ich habe Ihnen sogar auf den Hochtaunus-Kreis bezogen geantwortet, also noch individueller geht es ja wohl kaum. Ja, genau. Ich habe auch gesagt, dass es nach meiner Auffassung sehr wohl sinnvoll ist, auch in Hessen, auch hier vor Ort Windkraft auszubauen. Sie haben gerade hier von Offshore-Windkraftanlagen geredet. Über Offshore-Windkraft entscheiden wir nicht in der aktuellen Hessischen Landtagswahl. Wir haben ja nicht so viele Ozeane in Hessen. Aber es war ja durchaus bewusst an persönliche Frage, weil die Frage war ja, ob Sie es für sinnvoll halten und wenn Sie es für sinnvoll halten und Ihre Partei nicht, ob die, was für einen wirklich wichtigen Punkt ist, ob die FDP klimapolitisch dann überhaupt noch irgendwie gut ist. Ja, genau. Also, das ist jetzt ein Kringel, der schwierig in meinem gerade nachzuvollziehen. Ich habe gesagt, was ich davon halte. Ich habe auch gesagt, kann man auch nachweisen, wie die hessische FDP da im Landtag so abstimmt. Das ist alles kein Widerspruch. Nur nochmal, die Offshore-Windkraft ist sinnvoll übrigens, aber ist kein Thema für den hessischen Landtagswahlkampf. Genau, wir haben uns schon gewundert, warum eben in Ihrem Wahlprogramm kein Wort zu Windanlagen in Hessen steht und nur drin steht, dass Offshore-Windkraft links ist. Und genau, Sie sind ja scheinbar dafür. Dann hoffen wir, dass Sie sich da in Ihrer Partei... Hat jemand anderes dazu noch Meinung zu Windkraft in Hessen? Jetzt zur Diskussion dazu kommen. Also sehr aktuell ist eine 2% Vorrangfläche. Bei 2% ist das Problem, dass viele Flächen ausgeschlossen werden. Das heißt, viele Flächen, wo ja Windkraft möglich wäre, werden durch dieses 2% Ziel von vornherein ausgeschlossen. Sollte man das nicht durchaus deutlich erhöhen? Ich meine, am Ende ist es ja kein nicht festes an der Vorrangfläche auch was hinkommt. Das heißt ja nur, dass die in Erwägung gezogen wird. Warum sind es nur 2%? Warum nicht mehr? Ja, ich hatte ja gesagt, dass Hessen nur eines von zwei Ländern ist, was deutschlandweit es geschafft hat, diese 2% überhaupt auszuweisen. Du hast aber einen wichtigen Punkt beschrieben, nämlich, dass diese 2% natürlich noch lange nicht bebaut sind und dass da die Verfahren auch noch ganz am Anfang stehen. Das liegt daran, was ich vorhin geschildert hatte, dass vor Ort eben auch mitentschieden muss. Und da sind wir an einem entscheidenden Punkt. Jeder sagt natürlich, ja, Windkraft ist irgendwie entscheidend und wichtig. Und jetzt muss ich mal die FDP ein bisschen angehen. Auch der Philipp Herbold hat gesagt, dass Windkraft ein Bestandteil ist, aber das Energie müsste mehr auszuweisen, also mehr Erfahrung auszuweisen. Ich würde gerne aussprechen, da komme ich dazu. Ja. Dass es ein entsprechender Punkt ist, den man auch braucht in so einem Energiemix. Aber wenn es dann darum geht, dass es konkret vor der eigenen Haustür stattfindet, wie im Beispiel Bad Homburg, dann ist man dagegen. Und ähnlich ist es auch, wenn wir darüber sprechen, wo kommt denn die Energie her? Ich habe hier vorne das Transparent gesehen, vorhin noch den Hinweis bekommen auf die Veranstaltung gegen ein fossiles Gaskraftwerk in Frankfurt am Main. Nur, dass die Stadt Frankfurt am Main sicherlich nicht mit ihren Flächen allein durch Windkraft versorgt werden kann, ist uns auch allen klar. Wieso wollen wir es nicht, weil es vor der eigenen Haustür ist? Und jetzt haben wir das Problem. Wenn das Ding abgeschaltet wird, wo kommt dann die Energie her? Kaufen die dann aus Frankreich und aus Tschechien, aus den Gas- und Kernkraftwerken dazu? Unter Umständen, die wir gar nicht kontrollieren können, ist es das, was sie wollen? Ich glaube nicht. Deshalb Flächen ausweisen, ja, aber auch darauf schauen, dass die Planungsverfahren angezogen werden, dass wir da vorankommen. Und wie gesagt, nicht ideologisch oder mit irgendeiner Brille, sondern auch schauen, ey, wo kommt es denn her? Und vor allem, wenn wir das eine abschalten, wo kommt es denn ab morgen dann sofort her? Das ist auch ein Ding. Aber die Frage ist ja, also ja, nein, Frage, wollen Sie es mehr machen oder wollen Sie mehr ausweisen als 2%? Oder? Ich habe es doch gerade gesagt, die 2% sind ja noch nicht mal bebaut. Das soll das erste Ziel sein. Ja, genau, ja, man kann ja schon mal weiter planen, alles. Man muss ja gleichzeitig investieren. Ja, wir können drüber planen. Ich wünsche mir auch ganz viel, was wir zukünftig machen sollten. Aber wir müssen immer auch Politik daran orientieren, was realistisch ist. Und dass wir die 2% noch lange nicht bebaut haben, ist ja auch Fakt. Und da gibt es einige Gründe für. Na, die müssen wir vor allem erst einmal rangehen, bevor wir darüber sprechen, ob wir nicht noch mehr Flächen haben. Also ich denke, wir können das mit diesen 2%, das reicht im Moment, weil auf Bundesebene jetzt auch noch viel mehr passiert. Und es ist so, durch die neue Gesetzgebung auf Bundesebene ist es so, wenn die 2% gar nicht ausgebaut sind, dann haben auch Kommunen vor Ort das die Möglichkeit, wenn sie keine Vorrangfläche haben, aber wenn sie ihre Meinung zur Windkraft geändert haben, zu sagen, jetzt, wir wollen doch, wir haben eine Fläche und dann kann auch da zukünftig Windkraft gebaut werden. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Weg, weil es muss vor Ort auch gewollt werden. Also wir leben in unruhigen Zeiten. Wir sollten auch sehen, dass wir gut zusammenbleiben.
Aber wenn Gemeinden das wollen, dann besteht zukünftig da viel mehr Möglichkeit, dass die Kommune selbst was bestimmt. Und dann gucken wir mal nach Rheinland-Pfalz in Hunsrück. Ich glaube, in Hunsrück, da ist vor fast 20 Jahren ein ganz anderer Weg gegangen worden. Und die haben ihre Gemeindefinanzen super im Griff und freuen sich, dass sie Windräder haben. Ich sehe es im Grunde ein Stück weit ähnlich. Also ich bin der Meinung, dass wir die 2% so schnell wie möglich die Windkraft hier auf die Fläche bringen müssen. Es ist gut, dass wir das ausgewiesen haben. Ich glaube, es ist schwierig, dass wir jetzt heute in dieser Runde eine Antwort auf die Frage finden, reichen die 2% ja oder nein? Wir müssen in allen Bereichen sehen, dass wir mehr tun für den Klimaschutz. Wir müssen sehen, dass wir den Unternehmen helfen, umzusteigen auf eine nachhaltige Form des Wirtschaftens, dass wir unsere Energieversorgungsunternehmen dekarbonisieren, wegkommen von der Kohle und auch Gas, Energieerzeugung. Wir müssen die Kommunen unterstützen und befähigen, eine ordentliche Energieplanung auch vorzunehmen, auch da den Umstieg auf erneuerbare Energien begleiten. Als SPD wollen wir zum Beispiel den Anteil im Bereich der erneuerbaren Energien bei der Wärmeversorgung, ja ein ganz wichtiger Punkt, also die Gebäude und Wärmeversorgung machen über 50% des Energiebedarfs aus. Und deswegen werden jetzt auch so leidenschaftlich diese Debatten geführt um das Thema Heizungsgesetz. Warum? Ja, weil das genau die Bereiche sind, wo es ans Eingemachte geht, ne, und wo wirklich Potenziale da sind, auch einzusparen. Ja. Und die, und auch das gehört, glaube ich, zu einer Ehrlichkeit dazu, es wird ja immer so ein bisschen im Moment auch versucht, da fasse ich mich gerne auch an die eigene oder meine Partei, auch an die eigene Nase, zu versuchen, den Menschen ein Stück weit, ja, ich will nicht sagen einzureden, aber doch vorzugeben, dass die Energiewende irgendwie zum Nulltarif zu haben wäre. Ich glaube, das ist nicht so. Und ich glaube, man muss auch die Ehrlichkeit haben, dass uns das was kosten wird. Aber die Frage ist, was wollen wir? Und wenn wir das wollen und wenn wir alle dahinter stehen, ich habe den Eindruck, die Menschen, die heute hier sind und uns zuhören, die wollen das, dann müssen wir auch bereit sein, die Kosten dafür aufzubringen und in die Hand zu nehmen. Aber am besten noch kurz was sagen, weil ich glaube... Okay, ich will mich kurz halten. Also, wenn die 2% nicht reichen, und das kann man nur feststellen, wenn die nicht reichen, wenn der Rest nicht reicht. Also die Solarenergie reicht nicht aus. Und bevor wir dann irgendwann Strom zukaufen von irgendwelchen Atomkraftwerken, von anderen Ländern, dann muss man natürlich zusehen, dass man die 2% erhöht und so weit erhöht. Man kann sich ja auch das Vorbild nehmen. Man fährt einfach nur über die Grenze von Deutschland nach Dänemark und dann findet man ganz viele Windräder und da gibt es diese Hürden alles nicht. So. Wenn der Energiebedarf jetzt tatsächlich vorhanden ist, dann muss man natürlich gucken, es ist ja alles jetzt im Raum. Die Heizungen stehen im Raum, die Fernwärme soll plötzlich irgendwo mobilisiert werden. Und diese Technologien, man muss das mal als Ganzes gehen, ob das jetzt Wasserstoff ist. Ja, man muss mal gucken, wie viel Prozent braucht man um das Land die Energie und die Wärme sicherzustellen. Und dann gibt es einen gesunden Mix. Ne? Okay, ich glaube, wir kommen gleich zu den Zuschauerfragen. Ich wollte noch mal eine Sache korrigieren, die jetzt öfter gesagt wurde. Wir haben es kurz checken lassen. Und zwar der Stromimport nach Ländern. Es wird ja immer wieder gesagt, dass wir dreckigen Atomstrom aus Frankreich vor allem importieren. Das stimmt so nicht. Ich habe gerade geguckt. 4 der 5 Länder, aus denen wir am meisten Strom importieren, sind Dänemark, Niederlande, Österreich und Norwegen. Die haben alle einen sehr, sehr hohen Anteil erneuerbaren Energien. Die sind eben auch sehr billig und das, was immer gesagt wird, dass wir so dreckigen Strom aus Frankreich zum Beispiel importieren, tun wir auch, aber es ist nicht so ausreichend. Okay, dann würden wir jetzt zu den Zuschauerfragen übergehen. Also eben, wir bitten um einen respektvollen Umgang miteinander, wir bitten Sie einzeln nach vorne, genau, deswegen melden Sie sich gerne und wir kommen rum. Ja. Kommen Sie gerne nach vorne, weil wir das auch im Livestream übernehmen und dann können auch die Leute, die von woanders zuschauen, mithören. Also ich habe ich habe sehr aufmerksam zugehört, habe auch so ein paar Schlagworte mir gemerkt, was die Effizienz angeht, der Leistung, soziale Verträglichkeit. Was mich interessieren würde, ist, welche Anreize von Ihnen persönlich oder auch von den Parteien, die Sie vertreten, eigentlich angedacht sind für diejenigen, die Energie sparen. Ich möchte mal ein bisschen ausholen und das am Beispiel des Wassers festmachen und ein persönliches Unbehagen auch in Bezug auf diese Fragestellung äußern. Wir haben ja das Problem, dass das Wasser immer knapper wird, es regnet viel zu wenig, wir sehen auch hier die Folgen der Dürre. Jetzt habe ich in den letzten Wochen, wenn ich abgewaschen habe, immer das Wasser gesammelt, ich habe es nach draußen
im Garten gebracht, gesprengen muss. Gleichzeitig sehe ich, dass in meiner Umgebung die Pools gefüllt werden. Manchmal alle 3 Tage und der englische Rasen ist schön grün. Wir reden ja sehr viel über Leistung und Leistungsträger. Ich bin sozusagen ein Leistungsträger in Bezug des Wassersparens, aber ich werde dafür nicht belohnt, sondern ich werde bestraft. Ich habe mehr Mühe, ja, wenn ich Wasser spare und mein Garten sieht grau aus. Ich möchte das übertragen auf den Bereich des CO2-Ausstoßes. Ich fahre nur Fahrrad. Das heißt, ich brauche sehr viel länger, um zu meiner Arbeitsstelle zu kommen. Ich bekomme dafür aber sozusagen nichts gut geschrieben, sondern ich muss damit leben, dass wenn es zum Beispiel einen Sturm gibt, die Straßen geräumt werden, aber die Fahrradwege nicht. Ja, von meinen Steuergeldern wird also sozusagen den Autos der Weg frei gemacht, aber die Fahrradwege, die ich nutze, nicht. Und das ist für mich eine große Frage. Normalerweise, wir haben ja heute Zeugnisse gekriegt. Ja, und da sehen wir auf den Zeugnissen diejenigen, die sich bemühen, die fleißig waren, die haben gute Noten und die anderen haben eben entsprechend schlechte Noten. Und dieses Anreizprinzip für den Einzelnen, denn Sie haben ja sehr davon gesprochen, dass man den einzelnen Bürger mitnehmen muss, der fehlt mir. Geh nochmal zurück zum Thema Wasser. Es gibt ja Kommunen, die sagen, es gibt so ein Grundkontingent an Wasser, der ist für alle, wird es gleich bepreist. Und was man mehr ausgibt, wenn man also meint, man muss einen großen Pool befüllen und seinen Rasen täglich sprengen, das kostet dann eben mehr. Das Gleiche fehlt mir im Bereich des CO2-Ausstoßes. Wenn wir also sozusagen ein Kontingent hätten für Leute, die in Urlaub fliegen wollen, die vielleicht wenig Geld haben, dann können die sich das erlauben. Wer aber 4-mal im Jahr auf die Azoren fliegt oder auf die Malediven, müsste es entsprechend teurer bezahlen und wir hätten sehr viel finanzielle Möglichkeiten, um die Verkehrswende zu schaffen, um Aufforstungsprogramme zu finanzieren und derlei mehr. Diese Anreize, die fehlen mir. Und da wäre meine Frage, welche Vorschläge haben Sie da? Es gibt ja durchaus Vorschläge von Ökonomen, die das Ganze schon durchgerechnet haben. Denke ich wahrscheinlich wollen darauf irgendwie. Ja, es geht mir darum, dass es schnell und effizient läuft. Also ich finde das ein super Vorschlag. Das ist nämlich genau das marktwirtschaftliche Instrumentarium, was wirklich sinnvoll ist. Ich würde das Ganze über den Preis machen. Es gibt ein gewisses Kontingent, das ist teuer. Der CO2-Deckel, und zwar der richtige CO2-Deckel, steht bei uns im Parteiprogramm drin. Da brauchen Sie mich nicht von überzeugen. Und das ist tatsächlich auch Teil dessen, was im Bundeskoalitionsvertrag drinsteht. Dort steht drin, dass wir, ob es beim Wasser ist, ob es beim Strom und so weiter ist, das Ganze über den Preis regeln. Und die soziale Komponente, der Ausgleich, läuft über das sogenannte Energiegeld. Ja, das ist genau dieser Ausgleich. Der marktwirtschaftliche Mechanismus sorgt dafür, dass es teurer wird, wenn man den Pool füllen will oder nicht den Grundbedarf deckt. Aber für die wirklich Notwendigkeiten gilt eben genau das Energiegeld, dass die Leute, und zwar alle Leute, sich überhaupt noch mehr leisten können. Also ich will den Kollegen auch nicht wiederholen. Erstmal vielen Dank für die Anregung. 2 Sätze dazu. Das eine ist, wir haben den Marktpreis mit sozusagen der CO2-Abgabe. Ja auch ein Instrumentarium, das auf EU-Ebene etabliert ist. Wir müssen es nur ordentlich anwenden. Der CO2-Preis ist zu niedrig. Das heißt, darüber wird sich, wenn er denn richtig funktioniert, ne, irgendwann auch regulieren, dass entsprechend Fliegen, dass entsprechend CO2-intensive Tätigkeiten teurer werden. Das zweite Thema Wasser, da haben Sie selbst schon einen sehr guten Vorschlag dazu gemacht. Dem würde ich mich anschließen. Ich halte dieses Modell für sinnvoll, einen Grundstock an Wasser gleich zu bepreisen und darüber den Verbrauch dann progressiv. Und als dritten Punkt, wenn Sie mir das noch erlauben, den Hinweis mit den Radwegen fand ich ebenfalls sehr gut. Wenn das so ist, halte ich das für eine Katastrophe, ja, und setze mich dafür ein, dass es anders wird. Ja, zu dem Thema Wasser, ich kann Ihnen da nur zustimmen. Vor allem regt es mich auf, dass Leute so ignorant sind und dann ihren Rasen wässern, selbst wenn man es ihnen erklärt und sagt, hier, ihr lieben Leute, selbst wenn der Rasen mal braun wird, der wird auch wieder grün. Das verstehen die Menschen nicht. Deshalb ist der Ansatz der, dass sie nicht direkt belohnt werden, aber dass man die anderen mehr die Pflicht mit gestaffelten Wasserpreisen, wie es die Stadt Oberursel im Übrigen jetzt in ihrer neuen Gebührensatzung für Wasser auch beschlossen hat. Das ist ein Instrumentarium, was wirken kann. Wahrscheinlich, wenn die Leute Geld zum haben, dann ist denen das auch egal, aber es ist zumindest eine Stellschraube an dieser Stelle, die man nutzen kann. Deshalb ein sehr wichtiges Instrumentarium, was im Übrigen auch die CDU hier in Oberursel so mitgetragen hat.
Ein zweiter Punkt, und da muss ich widersprechen, was die Radwege angeht. Wenn mal ein Unwetter war, wenn es darum geht, was wird zuerst geräumt, dann wird selbstverständlich die Straße zuerst geräumt, weil der Rettungswagen eben nicht über den Fahrradweg fährt, sondern über die Straße. Deshalb ist das die Reihenfolge, die auch richtig ist. Oder wollen Sie es andersrum machen? Ich glaube nicht. Das ist nicht andersrum, das ist gar nicht mal zu räumen. Ich kann das voll unterstützen mit dem Räumen der Fahrradwege und erinnere nur mal daran, in Norwegen passiert das. Also in Norwegen kann man ganzjährig mit dem Fahrrad wunderbar durch die Städte und auch aufs Land fahren. Also warum soll das hier nicht gehen? Wir haben auch Rettungswagen, die da fahren müssen. Und ansonsten zur Vermeidung von Wiederholungen, CO2-Preis ist, glaube ich, schon ausführlich dargelegt worden, ist halt eher auf Bundesebene und EU-Ebene. Und beim Wasser, ja, die Kommunen können es inzwischen. Oberursel hat sie auf den Weg gemacht und wir müssen vor Ort dann Mehrheiten finden, um unsere Satzungen beim Wasserrecht zu ändern. Vielen Dank für die Veranstaltung. Frage? Zwischen Oberursel und dem Kuhlinger Land ist der Hochtaunusrücken. Dort ist der Wald seit 3 Jahren zum großen Teil verschwunden und ist weiter im Sterben. Selbst die Eichen fangen an und sterben, nicht nur die Fichten. Und das liegt dann nicht mehr am Fichtenholzbock, sondern das liegt wirklich an der Dürre. Und die Dürre ist groß. Wir haben seit 30 Jahren oder seit 50 Jahren vermehrt Wasser aus diesem Gebirge gezogen für die menschliche Versorgung. Es regnet weniger. Es werden wahnsinnig viele Bäume angepflanzt. Ich habe selbst schon auch beim Pflanzen und so weiter das Versorgen geholfen bei uns hinten. Großteil der Bäume vertrocknet. Nach 2 Jahren ist es weg. Also ein Anpflanzungsprogramm ist eine gute Idee, führt aber nicht zum Ziel. Ohne Wasser läuft nichts. Wie kriegen wir genügend Wasser auf den Hochtaunus, um diese großen Kahlflächen dort mit genügend Wasser zu versorgen, damit die jung angepflanzten Bäume dort nicht gleich wieder kaputt sind? Das war die Frage 1. Zweite Frage. Der Hochtaunuskreis hat ein wunderbares Schulbauprogramm. Überall entstehen tolle Turnhallen. In Usen gerade wird die Grundschule erweitert. In Eschbach wurde vor ein paar Jahren die neue Grundschule gebaut. An der CDS sind viele Bauten in den letzten 20 Jahren entstanden, Neubauten. Nicht auf einem einzigen von diesen Neubauten ist eine Solaranlage. Warum gibt es auf diesen vielen schönen neuen Schulen, ich weiß nicht, wie es hier im Vordertaunus ist, keinerlei Voltaikanlagen? Zu den Fragen, es sind zwei sehr konkrete Fragen. Zu der ersten Frage, offen gesagt, bin ich kein Experte dafür. Ich glaube, die Lösung liegt im Miteinander, im Austausch. Man muss entsprechend mit den Experten auch interkommunal reden, weil letztendlich nur der Wald nicht an der Grenze von der Oberurseler Gemarkung halt macht. Das betrifft dann auch die angrenzenden Kommunen und die angrenzenden Waldflächen. Zu der zweiten Frage, in der Tat finde ich das ebenfalls erschreckend, ja, und ich kann Ihnen nur versprechen, es mitzunehmen. Ich bin selbst jetzt, gehöre nicht der Kreistagsfraktion der SPD an, aber ich will mich gern dafür einsetzen, dass es zukünftig anders wird. Zu dem Wassernotstand wollte ich nochmal eins sagen. Klar, alles, was aus der Umgebung ist, und es kommt ja auch noch alles weiter her, wird immer die Stadt Frankfurt bedient, aus der näheren Umgebung. Das geht bis 15 in den Odenwald rein. Selbst wir haben ja hier im Vordertaunus Auffangbecken und die werden letztendlich der Stadt Frankfurt zur Verfügung gestellt. Und da möchte ich gerne mal anknüpfen. Alle Neubauten sollten tatsächlich mit Zisternen versehen werden, damit dann dort irgendwann mal die Wasserknappheit ein Ende bzw. verringert wird. Also ein Ende wird sie nicht haben. Aber wenn man natürlich zu Zeiten Zisternen füllt, die vielleicht für die Toilettenspülung nutzt, dann oder für den Garten, dann ist der Wasserverbrauch schon mal um einiges niedriger, ist auch nur ein Tropfen vielleicht auf dem heißen Stein, aber wenn das immer mehr werden, ist das vielleicht ein Ansatz, um hier Wasser zu sparen. Zum Thema Schulgebäude steht tatsächlich hier in auf meinem Zettel, Schulgebäude, die neu gebaut werden, sind nicht niedrigenergetisch. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass bei der Planung das nicht berücksichtigt worden ist. Letztendlich ist das die Frage des Kreises. Aber schauen Sie mal,
wer ist denn in der Regierung? Da kann ich mit meiner Stimme so viel dagegen sein und nicht oder dafür aussprechen. Letztendlich sitzt doch die große Regierung um hier. Auch im Kreis. Ja, also absolut zu den Turnhallen, Neubauten und sicherlich auch alle anderen öffentlichen Gebäude, die da neu errichtet werden, muss natürlich eine PV drauf. Das ist ganz klar. Ne? Also wir haben ja vorhin gesagt, ja, gucken Sie nicht so schockiert, das war auf Privathaushalte gemünzt. Wir haben keine Unterscheidung vorhin gemacht. Ich bin bei öffentlichen Gebäuden absolut der Meinung, dass da der Kreis oder die Kommune in die Pflicht genommen werden muss. Na klar. Zwei Sätze zu dem Thema Aufforstung Wald. Natürlich, das müssen die Sorten, Arten sein, die resilienter sind gegen Trockenheit und so weiter. Wenn man wieder das gleiche pflanzt wie vor 50 Jahren, funktioniert es nicht. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, weil es angesprochen wurde. Das Schulbauprogramm im Kreis, wie gesagt, ist Aufgabe des Kreises. Es ist keine Aufgabe des Landes. Aber Aufgabe des Kreises, ich eben gehört zu dieser großen Koalition im Kreistag, die da die Verantwortung auch trägt. Ich bin stolz auf dieses Schulbauprogramm. Und der Spruch von Fridays for Future ist, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Und das tut man eben gerade im Schulbau entsprechend nicht. Und ich bin stolz darauf, dass wir das tun, dass wir hier Geld investieren, weil da geht es um unsere, um eure Zukunft. Und dass wir das auch im Bereich der Energie tun, tun wir eben entsprechend auch. Das wird überall geprüft, dass man das vor 15 Jahren, als wir das Schulbauprogramm angefangen haben, noch nicht so sehr auf dem Schirm hatte. Das ist, stimmt auch. Aber dass man das mittlerweile getan hat, es gibt auch genügend Beschlüsse, die Grünen haben auch erst wieder einen eingebracht, dass man immer wieder das überprüft, das haben wir auch auf dem Schirm. Ganz kurz, also ja, zu den Photovoltaik auf den Schuldächern. Den Antrag haben wir tatsächlich im Kreistag gestellt und leider wurde er abgeschwächt, dass wenigstens geprüft wird. Wir sind aber froh, dass wenigstens jetzt geprüft wird. Und zum Wasser auf dem Taunuskamp kann ich den Wunsch verstehen, den Wunsch habe ich auch, aber ehrlicherweise befürchte ich, ich weiß nicht, wo das Wasser herkommen soll, um da wirklich großflächig alle Bäume da zu wässern. Ich glaube, wir müssen wirklich sehen, dass wir Arten leben, die besser damit klarkommen. Und es werden welche schaffen, es werden welche nicht schaffen. Die Natur wird sich da schon noch durchsetzen, aber vielleicht nicht ganz so, wie wir das wollen und nicht ganz so, wie die Holzwirtschaft es auch gerne möchte. Und wir haben hier noch eine Frage aus dem Livestream an die Grünen. Und zwar, wie soll in Zukunft, wenn Photovoltaik und Wind die Elektroversorgung allein schaffen sollen, der große saisonale Energieüberschuss im Sommer in den Winter übertragen werden? Wie sieht da eine Lösung aus? So groß ist der, dieses schwarze Loch, von da gesprochen wird, gar nicht. Die Wahrheit ist ja, Windkrafträder kann man mit einem Knopfdruck ausstellen. Das haben wir ja jetzt schon. Also wir würden viel mehr Energie durch den Wind jetzt schon sicherstellen. Aber wenn die Kohlekraftwerke laufen und es wird gar nicht so viel Energie benötigt, dann werden die Windräder ausgestellt. Deswegen, also es gibt da auch inzwischen schöne Internetseiten, wo man sehen kann, wie viel erneuerbare Energie wir aktuell verbrauchen. Und wir sind da, ich habe jetzt die Zahlen im Kopf, aber wir sind da wirklich schon ganz gut. Aber können wir noch einen Satz zum Wald sagen, zum Wasser im Wald, weil wir in der Runde noch nicht sind? Also ich muss sagen, ich bin Pfadfinder, mir liegt dieser Wald sehr am Herzen. Ich bin da seit meiner Jugend im Taunuswald sehr unterwegs und weigere mich, das aufzugeben, nach dem Motto, da wächst nie mehr was, wir können da irgendwas anderes, ob es Windräder sind oder was anderes hinbauen. Die Natur wird sich da durchsetzen. Ja, das wird dauern, genauso wie die Waldwirtschaft Ewigkeiten dauert. Die haben riesen Zyklen. Wir müssen probieren, welche Bäume da wachsen. Es werden auch viele Pflanzen, kleine Pflanzen wieder eingehen. Aber ich lade dringend dazu ein, dass wir hier nicht sagen, das ist alles waldfrei, wie es in der Römerzeit schon mal war, sondern wir sollten diesen Wald, unseren Heimatwald, versuchen, wieder in Gang zu bringen. Idee oder den Vorschlag aus Wasserkundler-Seite, dass man möglichst weit oben auf den Bergen überall so kleine Retentionsbecken oder Tümpel anlegt, die dann im Winter das Wasser auffangen. Hat den Vorteil, dass auch bei Starkregen weiter unten im Tal weniger Hochwasser auftaucht, weil das Wasser ja oben schon festgehalten wird. Und dann kann es dort in Ruhe versickern und kommt so den Bäumen ganz natürlich zugute. Es ist also ein bisschen eine andere Art von Waldwirtschaft da gefordert. Man kann es an manchen Stellen im Wald schon beobachten, dass die Förster das schon machen. Und man muss das nur weiter fördern. Man muss es wahrscheinlich auch finanziell unterfüttern, damit, also im Kreishaushalt zum Beispiel, damit diese Technik auch im Wald umgesetzt werden kann. Kostet ja was. Das wäre ein guter Weg,
gut, die suchen auch nach trockenheitsresistenteren Bäumen, aber ja, ich weiß nicht, ob dieser Weg dann gut ist. Mehr Wasser oben im Gebirge halten und weniger Hochwasser haben. Nützt den Bäumen. Ich mache ganz kurz. Das wird tatsächlich schon gemacht. Also wir waren gerade erst mit der Revierförsterin im Wald unterwegs und die hat uns das sehr anschaulich geschildert, wie jetzt schon entsprechende Mulden mit eingeplant werden und gemacht werden. So, ich habe an den Kandidaten der FDP eine Frage und eine Anmerkung. Sie sprechen ständig von Technologieoffenheit. Ja, jetzt wissen wir alle, wir haben nicht mehr viel Zeit, um den Klimaschutz voranzubringen. Wann werden denn Ihre Wunderwaffen E-Fuels, Wasserstoff, in welchem Zeitraum haben wir die zur Verfügung? Können Sie mir das beantworten? Nein, wahrscheinlich. Das sind nur Phrasen, die Sie in die Welt stellen. Ja, konkret. Und dann habe ich noch eine Anmerkung an Ihren Verkehrsminister, den Herrn Wissing, den Sie so gelobt haben für das 49-Euro-Ticket. Wenn zufälligerweise von der SPD oder von den Grünen jemand Verkehrsministerin oder Verkehrsminister gewesen wäre, wir hätten das 49-Euro-Ticket genauso eingeführt. Dafür hätten wir Ihren Herrn Wissing nicht gebraucht. Ja, Moment. War aber nicht. Hätte, wäre, wenn. Hatten ja, Sie doch gerade selbst angekündigt. Beantworten Sie mir mal meine Frage jetzt. Ja, Sie haben sie ja gerade selbst beantwortet. Sie reden ja als weiter und haben schon gesagt, nein. Also ja, Moment. Jetzt beantworten Sie mir meine Frage bitte zu der Technologieoffenheit. Wann haben wir diese Wunderwaffen aus Ihrer Sicht zur Verfügung? Ja, bitte. Also Sie haben sie ja gerade selbst schon geantwortet mit nein, bevor Sie mir die Gelegenheit gegeben haben. Das sind keine Wunderwaffen. Aber Fakt ist, dass wir mit den momentan zur Verfügung stehenden Technologien diese Ziele, die Sie ja selbst und ich auch wollen, nicht hinkriegen. Oder ist es doch allemal besser, wenn wir die Sachen, die wir jetzt haben, nutzen, uns nicht komplett festlegen auf den Technologien, die Sie gesagt nachweislich nicht funktionieren in den Maßen, die das brauchen. Ich hätte eine Frage an die Grüne, die sich ja immer schon als Klimaschutzpartei identifiziert. Wie können Sie als grüne Partei sich verantworten, dass wir deutsche Menschen mit vielen Privilegien und mit viel Geld und eigentlich relativ guten Lebensunterhalt uns verantworten können, dass andere Leute in anderen Ländern überschwemmt werden, nichts mehr zu essen haben und den Wälder brennen und die Luft verschmutzen? Also wie können wir verantworten, dass es uns so gut geht und wir uns beschweren über unser Auto, was wir nicht bezahlen können? Und andere Leute können sich noch nicht mal Essen leisten. Ja, also wir können, was heißt, wir können das, wie können wir das verantworten? Wir sind privilegiert, dass wir hier geboren sind und hier leben dürfen. Und ich glaube, da alle hier anwesend sind sich dessen auch bewusst. Und unsere Verantwortung ist, ja, ich hoffe es zumindest, dass wir uns all dessen bewusst sind. Und unsere Verantwortung ist, dass wir auch hier in Deutschland alles Mögliche für Klimaschutz machen müssen. Denn, ja, der Meeresspiegel steigt und das trifft uns nicht so schnell. Mir liegt am Herzen, dass also zum Thema Nahwärme nichts gesagt wurde. Das sind die Kommunen ja meiner Meinung nach in der Verantwortung. Und die Kommunen sind meiner Meinung nach in der Verantwortung zum Thema Nahwärme. Das ist ja ein bisschen kurz gekommen bei dem Heizungsgesetz. Es wurde nachgeschoben. Und ich frage jetzt, weil der Hintertaunus, der in schwarzer Hand ist, den Sebastian Sommer. Wie kann die Politik, die Kommunen selbst und die Bürgermeister beeinflussen, da ein bisschen voranzugehen und nicht sich so zurückzuziehen? Zum Beispiel habe ich erfahren, in Neuenspar zum Beispiel, sollen die Bürger bei Photovoltaik oder vielleicht Speichermedien auch andere Bürger, die Interesse haben, beraten. Ich finde, da müssen Ingenieure her. Die müssen finanziert werden, die müssen die Informationen transportieren und überzeugen, damit da was vorangeht. Auch die Bürgerenergiegenossenschaft seit einem Jahr in Neuenspach geplant, kommt kein Meter voran, es passiert nichts. Es steht und fällt mit den Bürgermeistern, die vorangehen müssen, und die Politik muss Druck machen auf die Bürgermeister. Ja, antworte ich sehr gern drauf, auch wenn ich klarstellen muss, ich habe es eingangs schon mal gesagt, ich wohne seit 7 Monaten in Oberursel und fühle mich hier sehr wohl, aber logisch fühle ich mich natürlich dem Grusinger Land sehr verbunden. Ja,
Nahwärmeplanung wichtige Stellschraube. Deshalb ist es jetzt auch verpflichtend geworden für die Kommunen über 10.000 Einwohner. Jetzt ist die Frage, was ist mit denen unter 10, wie beispielsweise Wehrheim, die haben ja unter 10.000 Einwohner. Und dann ist die Frage, wie stellt sich dann Politik und Verwaltung auch natürlich zurecht, wie sollen wir das machen, mit welcher Expertise, mit welchem Geld? Und da an der Stelle fehlt es dann natürlich. Deshalb der Gedanke einer Nahwärmeplanung ist gut und richtig. Die Frage der Umsetzung hakt an der Stelle noch. Was ich aber gut finde, ist, dass wenn man die Expertise sich da entsprechend reinholt, dass man auch die Bürger beteiligt, denn das ist das A und O. Wenn wir von Energiewende sprechen, wenn wir von Nahwärmeplanung sprechen, da kann ich nur der Kollegin der Freien Wähler zustimmen. Wenn man das versucht, an den Bürgerinnen und Bürgern vorbeizumachen oder auch mit Zwang und Gewalt zu tun, dann gibt es dafür kein Verständnis. Und das Gleiche gilt für die Nahwärmeplanung genauso. Die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen, die Expertise nutzen, die auch unter den Bürgern ist und aber auch sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal beraten lassen und was reinholen. In den Jahren von der christlichen Partei sterben viele Menschen weltweit jetzt schon. Wir haben uns erklärt, dass wir auch im Hochtaunuskreis bald klimaneutral werden möchten. Dafür müssen wir Dinge ändern, vielleicht auch mal unangenehme Dinge ändern. Sie stehen für eine christliche Partei und eines Tages werden Sie von Ihren Kindern gefragt, was hast du gemacht? Was werden Sie Ihren Kindern antworten wollen? Weil wir haben jetzt nur noch wenig Zeit bis zu den Kipppunkten. Wenn wir Sie wählen, was würden Sie machen hier im Hochtaunuskreis, damit wir bald klimaneutral sind? Kurz ist schwierig, weil da einiges getan wird in dem Bereich. Aber ich gebe recht, für mich ist Nachhaltigkeit auch immer etwas, was enkeltauglich ist. Weil ich sage immer, wir müssen nachhaltig handeln, auch im Bereich der Finanzpolitik. Enkeltauglich bedeutet dann für mich, dass ich darüber nachdenke, dass die Beschlüsse, die wir heute im Kreistag oder auch im Landtag fassen, dass die noch die Auswirkungen auch für die übernächste Generation haben. Und ich muss mich immer fragen, könnten meine Enkel denn mit dieser Entscheidung auch entsprechend leben? Deshalb der Begriff der Nachhaltigkeit und dessen, dass wir im Kreis auch agieren. Ich will nur zwei, drei Beispiele nennen. Wir sprechen vom Schulbauprogramm. Finde ich unglaublich nachhaltig, was wir da getan haben, nämlich dass wir unseren Kindern eine sichere Zukunft geben, dass sie möglichst beste Bedingungen haben für ihre Bildung. Dass wir die Krankenhäuser ertüchtigt haben in Usingen, in Bad Homburg. Das hat uns als Kreis jede Menge Geld gekostet. Das kostet uns auch im Betrieb jede Menge Geld. Ist enorm wichtig und auch eine Investition in unsere Zukunft und für unsere übernächste Generation. Und auch an der Stelle nachhaltig. Und wenn wir über ÖPNV sprechen, wenn wir über PV auf öffentlichen Gebäuden sprechen, auch da haben wir vorhin gesagt, dass das immer wieder auch an einem Prüfvorbehalt steht, dass wir das machen müssen. Dass welche Energieform? Konkret agieren und auch bei den Schulen beispielsweise oder auch bei allen anderen öffentlichen Gebäuden, wir wollen ja auch in Oberhusel hier ein neues Feuerwehrzentrum bauen, dass wir das da überall mitdenken. Das welche ganz Energieform wählen Sie? Welche Energieform? Wovon sollen wir unsere Energie aus der Steckdose bekommen? Ist pauschal nicht zu beantworten, weil es eben den gesunden Mix braucht. Ich werde Ihnen sagen, wenn wir morgen früh alles, was Gas und Kohle ist, abschalten, haben wir ein riesiges Problem. Das wird nicht funktionieren. Also müssen wir das langfristig planen, schauen, wie wir sauber rauskommen, dass wir eben saubere Energie haben. Ich habe es gesagt, ganz konkret bedeutet das PV, es bedeutet aber auch Windkraft, es bedeutet Wärmepumpe. Es gibt die verschiedensten Varianten, die wir alle fördern müssen, wo der Weg Richtung hingeht. Aber dass wir sagen, morgen legen wir einen Schalter um, morgen schalten wir Gas und Kohle komplett ab und Energie, die aus Kernenergie stammt, aus Kernkraft, die verteufeln wir, das wird nicht funktionieren. Ich sage, der Atomausstieg, der ist richtig, er ist vollkommen richtig. Da gibt es auch in der Union keine zwei Meinungen dazu. Aber dass er auch realistisch vollzogen werden kann, das ist die Frage, die wir uns alle stellen müssen. Und da bin ich weniger ideologisch, sondern sehr pragmatisch unterwegs. Ja, dann danke ich Ihnen allen sehr, dass Sie hier waren. Vielen Dank. Danke für die Organisation und danke, dass Sie hier gekommen sind.